Dann sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Ich habe die Herren Landwehrmeier und Saft an meiner Seite. Sieht man noch gar nicht so richtig, aber die kommen gleich ins Bild, genau. Wir sind hier heute in Duisburg vor Ort in der Jugendherberge. Wir hatten heute Vormittag unsere Mitgliederversammlung der Deutschen Huntington-Hilfe. Und traditioneller Teil dieses Programms ist auch immer wieder Neuigkeiten aus der Forschung zu erfahren. Und da freue ich mich auch wieder, die beiden Herren hier zu haben. Und ich habe schon gesehen, es ist reichlich Material vorbereitet worden. Schon mal vielen, vielen Dank vorab. Wir freuen uns auf all die Neuigkeiten, die es gibt. Eine Information an Sie als Teilnehmer. Wir haben geplant, bis 16 Uhr würden eine Pause mittendrin einplanen, wie es denn inhaltlich das passt. Und Sie haben über den F- und A-Knopf am unteren Bildschirmrand die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und sobald Fragen eingehen, werden wir dann darauf auch eingehen, in entsprechenden Positionen dazu. Sie können auch gerne auf anonym gehen, dann wird der Name nicht angezeigt werden, dann kommt auch die Frage nur so zum Vorschein. Das ist es technisch von mir vorab und ich will gar nicht lange Worte verteilen, verbrauchen, weil ich habe so viel Material gerade gesehen, das reicht mindestens für 2 Stunden. Und ich bin auch super gespannt, was es an Neuigkeiten gibt. Von daher mache ich die Bühne frei und übergebe, ich weiß gar nicht an wen, an Sie beide. Und an Sie beide, genau. Viel Spaß damit. Es kommt gerade eine Bild Frage. Und Ton ist schlecht und friert immer wieder ein. Okay, darf ich alle im Raum bitten, die WLAN angeschaltet haben, dieses auszuschalten? Das würde uns helfen, hier die Verbindung zu stärken. Ich habe es nicht an. Also möglichst wenig Belastung auf das WLAN hier im Raum, das wäre angenehm. Wir gucken, was wir tun können. Danke für den Hinweis, Jörg, an dieser Stelle. Okay. Damit verschwinden wir. Bitte schön. Gut. Schönen guten Nachmittag allen hier im Raum und all denen, die von zu Hause zugucken und zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit Carsten Saft zusammen mit Ihnen besprechen darf, was es Neues gibt. Neues und Aktuelles. Und bevor wir damit anfangen, ist uns wichtig, dass wir transparent machen, dass über einige Sachen, über die wir berichten, es Beziehungen gibt, sowohl zwischen der DHH und zwischen uns als Referenten. Und das wollen wir gerne transparent machen. Und das hier einspielen. Es ist nicht so üblich, dass man das macht, generell, aber uns ist das wichtig, denn es soll klar sein, wie unsere wechselseitigen Beziehungen sind. Und wir wollen auch klar machen, dass wir noch mit weiteren Pharmafirmen zum Beispiel intensive Kontakte haben. Wir halten, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, das für notwendig und für den Fortschritt. Wir brauchen Zusammenarbeit mit Partnern in der pharmazeutischen Industrie. Das bedeutet nicht, dass man unkritisch ist gegenüber den offensichtlichen Verkaufsinteressen, die Vertreter der Pharmaindustrie haben müssen. Aber wir wollen das transparent machen. Also unsere beide unsere Verflechtungen, die wir haben, zu verschiedenen Einrichtungen. Und das soll klar und deutlich werden. Carsten, willst du anfangen? Gerne. Auch von mir herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Bernhard. Dankeschön. Ja, ich glaube, ein schwieriges Jahr. Erstmal, wir haben Rückschläge gehabt, wo wir darüber diskutieren müssen, nachdem wir ich besonders, muss ich sagen, 2016, 17 sehr euphorisch war und sehr hoffnungsvoll war von den Daten, die wir auch darstellen wollen, auch ein bisschen den Widerspruch in den Daten darstellen wollen, hat es jetzt auch Rückschläge gegeben. Trotzdem passieren eben viele Dinge, geht es auch weiter und gibt es viele verschiedene Ansätze und da wollen wir versuchen, so ein bisschen darzustellen, was versucht man da, was sind die Unterschiede. Dazu zeige ich mal ganz gerne meine Zelle da als erstes, wo man eben diese Zelle mit dem Zellkern in der Mitte sieht und in dem Zellkern sind die Chromosomen, da ist eben die DNA und da liegt dann irgendwo an dem Chromosom 4 dieser kleine rote Strich, eine kleine Veränderung, wo diese CAG-Veränderungen für die Huntington-Erkrankung verändert sind und länger sind, als sie normalerweise sein sollen.
Ich zeige das ganz gerne, um deutlich zu machen, wie schwer das ist. Von diesen Zellen haben wir 100 Billionen ungefähr in einem Körper. Und wenn man die ganzen DNAs aus den ganzen Zellen aufeinander aufribbeln würde, die sind ja aufgedreht und hintereinander tun würde, dann würden die DNA eines Menschen ungefähr die Strecke ergeben, 130 Mal von der Erde bis zur Sonne. Und ich weiß nicht, diese DNA-Veränderung, die da drin ist, die ist vielleicht dann nur 1 Zentimeter oder 5 Zentimeter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, wird daraus deutlich, wie schwierig das ist, genau dort eben eine Veränderung zu machen. Deshalb hat man auch die meisten Studien, wie auch für andere neurodegenerative Erkrankungen, bis jetzt gemacht, indem man andere Strukturen der Zelle behandelt hat. Zum Beispiel außen die Rezeptoren, diese Ys, die da dran sitzen, wo man über Rezeptoren bestimmte Stoffwechselwege der Zelle verändern kann. Oder die Mitochondrien versucht hat zu verändern, die alle durch dieses Eiweiß, das Huntington-Eiweiß, was da überall drin liegt, mit gestört werden. Und man hat viele verschiedene Ansätze probiert. Und leider waren bis jetzt all diese Ansätze, wie auch bei anderen Erkrankungen, auch bei Alzheimer und Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen, ALS, negativ, nicht eindeutig positiv. Wir möchten heute 3 Sachen eigentlich ansprechen. Einmal möchte ich gerne für außen, für die Rezeptoren, auf die Predopedin, die PROOF-Studie eingehen. Dann möchte ich gerne auf die Mikroglia eingehen. Das ist eine Zelle, die nicht direkt Nervenzellen ist, sondern so ein bisschen wie die weißen Blutkörperchen im Blut, im Gehirn, die so ein bisschen für Immunreaktionen und Immunregulationen zuständig ist, die auch verändert ist im Rahmen der Huntington-Erkrankung. Man weiß gar nicht genau, warum, ob vielleicht durch das Eiweiß reaktiv oder schon primär. Und dann der große Abschnitt, den wir eben erst in den letzten Jahren bearbeiten können, wo aber sich unglaublich viel tut, für Ansätze, die direkt an der RNA oder der DNA, die eben irgendwo mit der genetischen Veränderung direkt zu tun haben werden. Und das wird sicherlich einen großen Teil eingeben. Zu den ersten beiden Sachen. Die PROOF-Studie von Herrn Reilmann aus Münster, mitgeleitet in Europa, ist mit einem Präparat, dem Predopedin, was wir sehr gut kennen, wo wir schon 3 Studien mitgemacht haben, die eigentlich recht gut verträglich waren. Die Nebenwirkungen waren fast im Placebo-Niveau, also es gab keine wesentlichen schweren Nebenwirkungen in den meisten Fällen, Schwindel, Übelkeit, solche Sachen, aber nicht, also relativ gut verträglich. Und man hat in den Studien hat man immer versucht, die Beschwerden der Huntington-Erkrankung damit zu verbessern. Das hat man den Eindruck gehabt bei manchen Patienten, dass es ein bisschen hilft. Viele Patienten haben berichtet, es haben den Eindruck, dass etwas passiert. Aber es hat immer die Studienendpunkte, das, was wir eigentlich erreichen wollten, nicht erreicht. Obwohl viele andere Sachen positiv waren, hat das nicht erreicht. Und dadurch waren diese Studien negativ. Und dadurch gibt es das Medikament bis jetzt nicht. Man hat aber bei den Arbeiten nebenher festgestellt, dass es einen Rezeptor, den Sigma-1-Rezeptor gibt, der auf eine Struktur in der Zelle, das endoplasmatische Reticulum, wirkt und darüber vielleicht auch Eiweiße anders abbauen kann, anders stabilisieren kann. Und dass es dadurch vielleicht dieses Medikament sogar eine gewisse schützende Wirkung für die Zelle haben kann. Und hat festgestellt, dass die Patienten, die das Medikament nehmen, in ihrer Alltagsfähigkeit mit dem, was sie tun können, relativ stabil sind. Und diese Alltagsfähigkeit wird in einer kurzen Skala abgefragt. Das ist der Total Functional Capacity Score, der hier rechts dargestellt ist, TFC abgekürzt. Und der ist sehr grob, wie man hier sieht, in der Arbeitsfähigkeit, Geldangelegenheiten, häusliche Routine und Grundversorgung abgefragt wird. Und immer mit ein paar Punkten. Wenn man normale Arbeitsfähigkeit hat, hat man 3 Punkte. Und dann kann es eben eingeschränkt sein, dass man nicht mehr vollständig arbeiten kann, die vielleicht im Schwerbehindertenausweis sich der Arbeitsbereich geändert hat, bis hin zu minimaler Arbeitsfähigkeit, vielleicht in einer Werkstatt oder in einem kleineren, im 400-Euro-Job oder so etwas, oder fehlende Arbeitsfähigkeit. Und so ähnlich ist das für Geldangelegenheiten, häusliche Routine, wie weit kann jemand seinen Haushalt machen, wie weit kann er sich selbst grundversorgen, kann er sich waschen, duschen, auch. Und danach werden diese Punkte vergeben. Da gibt es auch Trainings für diese Skala. Und wir hoffen, hinterher feststellen zu können, dass das Medikament tatsächlich bei diesen
wichtigen Sachen für die Versorgung natürlich, für die eigene Versorgung, für die eigene Selbstständigkeit, ganz, ganz wesentlichen Sachen, dass die Krankheit vielleicht stabilisieren kann. Das wäre fantastisch. Diese Studie soll 480 Teilnehmer rekrutieren. Ungefähr 400 sind bereits drin. Viele andere sind schon im Screening-Prozess. Ich erwarte, dass da in den nächsten ein, zwei Wochen, drei Wochen die Studie vollständig rekrutiert ist und dann keine Teilnahme mehr möglich ist. Und dann müssen wir sehen, läuft sie über, ich glaube, 76 Wochen. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Fast anderthalb Jahre, nicht ganz anderthalb Jahre, um dann zu sehen, ob es möglich ist, durch das Medikament die Krankheit zu stabilisieren. Proof-HD, etwas, was eben nicht an den Genen, sondern außen wirkt. Auch etwas, der zweite Punkt, die Mikroglia, die Entzündung. Da haben wir schon frühe Daten von Maria Björkqvist, zum Beispiel aus Lund, aus Schweden, Kollegin, die das schon sehr früh untersucht hat, bestimmte Zytokine im Blut, Entzündungsmarker, die verändert sind bei der Huntington-Erkrankung. Es gibt diese PET-Studie, die einen Marker untersucht hat, wo diese Mikroglia angefärbt werden soll, sage ich mal, und auch schon bei Leuten, die Mutationsträger sind, aber keine Beschwerden haben und besonders auch bei Erkrankten verändert zu sein scheint. Und so scheint eben diese Immunmechanismen eine Rolle zu spielen und frühzeitig verändert zu sein. Das hat die Sarah Tabrizi aus London jetzt auch nochmal gezeigt in ihrer Young Adult Study. In dieser Young Adult Study waren junge Erwachsene, also Jugendliche auch teilweise, die im Mittel 24 Jahre vor dem errechneten Erkrankungsbeginn waren. Wenn man das statistisch errechnet hat, das ist bei jemandem Einzelnen natürlich vielleicht immer anders, aber wenn man statistisch errechnet hat, glaubt man, dass es Leute sind, die also sehr weit vom Erkrankungsbeginn entfernt sind, die keine motorischen Beschwerden haben natürlich. Und wenn man diese Leute neuropsychologisch untersucht hat, das ist da unten, sind das diese Kreise da unten, diese Spinnen, dann haben diese neuropsychologischen Tests, die hat man sehr ausführlich getestet, keine Auffälligkeiten und sieht man da keine Unterschiede. Also diese Teilnehmer konnten alle Tests genauso gut machen wie Leute, die nichts mit Huntington zu tun haben. Wir wissen von anderen Studien, wie der Track-Studie oder Predict-Studie, wo man Bildgebung gemacht hat, dass ungefähr 10, 12, 15 Jahre vorher Caudatum-Atrophie beginnt, also das Caudatum im Gehirn langsam sich verändert, ohne dass es Krankheitsbeschwerden gibt, dass es neuropsychologische Auffälligkeiten gibt, ungefähr 12 Jahre, auch so bei Konzentrationstests vielleicht 15 Jahre vorher Veränderungen gibt. Und hier in dieser Studie hat die Sarah Tabrizi bei diesen 24 Jahre vom Erkrankungsbeginn entfernten festgestellt, dass ein Wert des Neurofilament im Liquor und im Plasma und im Liquor auch das YKL40 ein Wert verändert ist, also eher ja, Wet-Marker, Biomarker, Laborwerte, die man findet, die so als erste Veränderungen, die man bis jetzt gefunden hat, verändert zu sein scheinen. Das Neurofilament ist ein Wert, der immer verändert ist, wenn Zellen gestört sind, wenn sie degenerieren, wenn da irgendwo was eine Veränderung da ist, geschädigt sind, sage ich mal, das YKL40 ein Entzündungswert. Also auch da Entzündung als relativ früher Prozess. Dieser Zusammenhang hat bei uns in Bochum dazu geführt, dass wir mit Herrn Gold, als meinem Chef, der Neuroimmunologe, sehr angesehen ist, und mir in der Zusammenarbeit, wir Huntington eben gerade unter diesem Zusammenhang Immunologie, Neurodegeneration bearbeitet haben. Das hat vor allen Dingen die Gisa Elrichmann, die man hier sieht, Alina Busch und Jennifer König, die Kollegen, die da unten auch mit beim Arbeitsessen mit dem Jeff Carroll zusammensitzen, haben wir verschiedene Modelle, Huntington-Modelle und verschiedene Präparate uns angeschaut und versucht herauszufinden, wie die denn wirken, was da genau bei passiert und haben eben zum Beispiel bei Substanzen wie dem Glatiramer-Acetat, eine Substanz, die man bei der multiplen Sklerose gibt, Veränderungen gesehen, dass bei den Mäusen positiv sich auswirkt auf motorische Fähigkeiten, auf Überleben und viele Zellveränderungen auch. Und so ähnlich haben wir das auch für die Fumarsäure feststellen können, für andere Substanzen und auch für das Laquinimod, was ja auch in der großen Legato-Studie untersucht worden ist, wo man gesehen hat, dass sich vielleicht etwas in der Atrophie verändert. Aber leider war die Studie für die gesamte Verbesserung negativ. Trotzdem glauben wir, dass diese immunologischen Veränderungen wichtig sind und frühzeitig sind. Und der
Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, auch da zu behandeln. Es scheint gerade diese C1Q-Komplementveränderung wichtig zu sein. Da gab es gerade eine schöne Arbeit in Nature für Patienten mit einer multiplen Sklerose, die degenerativ, in so einer degenerativen Phase der MS ist. Bei der multiplen Sklerose haben wir häufig bei vielen Patienten zu Anfang Schübe, dass sie Entzündungen haben und schwere Entzündungsschübe haben, dann auch Lähmungen haben. Und häufig ist die Krankheit dann im Verlauf nach mehreren Jahren eher degenerativ, dass diese Patienten nicht mehr unbedingt Schübe haben, sondern sich langsam verschlechtern. Und das scheint eher etwas Degeneratives zu sein, also so, wie wir es bei Huntington oder anderen degenerativen Erkrankungen haben. Und diese Prozesse scheinen sich eben gegenseitig zu übergreifen. Bei dem einen vielleicht erst das eine und dann das andere und andersrum. Und hier scheinen auch diese C1Q-Komplementbehandlungen interessant zu sein, um diese degenerative Phase behandeln zu können. Und das Gute ist, dass auch dazu eine Firma Annexon aus den USA gerade eine Phase 1, 2b, glaube ich, läuft, oder 2a, auch bei Huntington, wo man eben guckt, ob diese Komplementveränderung tatsächlich vielleicht auch für Huntington hilfreich sein könnten. In dem Kontext hat sich der Janis Achenbach, den vielleicht einige kennen, bei uns aus Bochum, aus dem Zentrum, angeschaut, Enroll-Daten. Sie alle kennen die Enroll-Studie. Und wir haben jetzt es machen ungefähr 26.000 Leute mit. Wir haben einen Datensatz, der von gemonitort ist und überprüft ist, ob er richtig ist, von ungefähr 21.000 Leuten. Und diese Daten können sich im Moment Forscher weltweit auf Anfrage, wenn sie sagen, was sie damit machen wollen, anschauen und damit Sachen errechnen. Das ist sehr wertvoll, weil mit diesen 21.000 wir jetzt so langsam Datensätze haben, Größe haben, wo wir bestimmte Fragen uns angucken können. Das war vorher nicht möglich, weil es immer zu wenig war. Und der Janis guckt sich da im Moment einige Sachen an und wir haben uns aufgrund dieser Zusammenhang Immunologie, Neuroprotektion, Degeneration, haben wir uns gefragt, gibt es denn Leute, die eine Multiple Sklerose und Huntington haben, also zwei Krankheiten haben in der Datenbank? Wir haben in der Klinik immer wieder Patienten gehabt, ein paar wenige, und haben auch die schon gesammelt, aber längst nicht so viel wie bei der Enroll-Studie. Wir haben ungefähr 60 solcher Teilnehmer gefunden und davon waren 32 so, dass sie auch schon Huntington-Symptome hatten und trotzdem eine MS hatten. Und da wird man jetzt ja eigentlich denken, schwierig, zwei schwere Krankheiten, das müsste es denen viel schlechter gehen. Und das Überraschende ist, dass wenn wir uns dann so Konzentrationswerte angeguckt haben, die man dort ja macht, diese Symbolentafel, die man ausfüllt, Farben, die man nennen muss, diese Sachen, dass wir teilweise bessere Werte gesehen haben als bei denjenigen, die nur Huntington haben. Und wenn man sich das angeguckt hat, dann bei denjenigen, die noch Medikamente genommen haben für die Multiple Sklerose, verschiedene, inzwischen ist die Multiple Sklerose eine recht gut behandelbare Krankheit mit vielen, vielen verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Deshalb kann man nicht auf ein Medikament runterbrechen, das waren zu wenig Daten dafür. Aber wenn man die insgesamt sich angeguckt hat, dann schien das nochmal ein bisschen besser zu sein. Und das ist sicherlich nur ein Hinweis, das muss überprüft werden, aber erstmal ist es überraschend. Okay, ich glaube, damit möchte ich den Überblick so ein bisschen beenden und dann würden wir jetzt auf die Ansätze kommen, die genetisch uns da auch abwechseln, glaube ich, und würde erstmal an Bernhard Landwehrmeier übergeben. Die symptomatische Therapie vielleicht noch, die ich sonst über so ein bisschen gemacht habe, würden wir mal auf das letzte Video verweisen. Ich glaube, das würden wir heute mal nicht nochmal machen. Ne? Okay, Bernhard. Gut. Ja. Anne, es lohnt sich, sich immer wieder klarzumachen, wo wir eigentlich hinwollen. Das hier zeigt den Verlauf der Huntington-Erkrankung insgesamt. Und Sie sehen hier ein Schema, was normalerweise passiert. Primär gesunde Nervenzellen werden nach und nach in ihrer Funktion gestört. Schlussendlich, dass die rote Kurve sieht, kommt es auch zu einem Verlust von Nervenzellen. Und das findet statt über viele Jahre. Es ist eine langsam verlaufende Erkrankung. Und wenn man jetzt intervenieren könnte in dieser Phase, wo alle Zellen noch da sind, aber nicht mehr vollständig richtig funktionieren, dann würde man sich erhoffen, dass der natürliche Verlauf anders wird, wie ich es hier dargestellt habe. Es kommt also gar nicht zu einem Nervenzellverlust, die rote Linie, und es kommt zu einem so allmählichen
Veränderung und Verlust der normalen Funktion, das klinisch gesehen keine Krankung resultiert. Das ist das, wo wir hinkommen. Auf diesem Weg gab es im letzten Jahr, der Carsten hat das schon angesprochen, Rückschläge. Das weiß jeder, März dieses Jahres von Roche, eine Mitteilung und mit der Empfehlung, dass die Gabe von Tominersen, das ist ein Antisense-Oligonukleotid-DNA-Molekül, gestoppt wird in der groß angelegten Generation HD1 Phase 3 Studie. Ich erkläre Ihnen nochmal gleich, wie die funktioniert hat. Und auch in der offenen, unverblindeten, zweiarmigen Studie wurde pausiert, nicht beendet, pausiert die Gabe dieses Medikaments Tominersen. Alle Studienvisiten haben aber stattgefunden, wie vorgesehen. Und man muss sagen, dass weltweit gesehen 80%, mehr als 80% der Visiten so stattgefunden haben wie geplant. Sehr wichtig, denn wir lernen genauso viel aus dem Absetzen des Medikaments und den Veränderungen, die sich daraus ergeben, wie von der Eindosierung des Medikaments. Das war nicht das Einzige. Eine Woche später hat Wave mitgeteilt, die zwei Antisense-Oligonukleotid-Programme ebenfalls aufgelegt hat, diesmal allelselektiv, nur die veränderte mutante Bauanweisung sollte angegriffen werden, dass sie diese beiden Programme stoppt, da die eingesetzten Medikamente, Antisense-Oligonukleotide, nicht die erhoffte Wirkung gehabt haben und auch keine Hoffnung bestand, dass mit erhöhter Dosis zum Beispiel man die gewünschten Effekte gesehen hätte. So ist es also gewesen, im März dieses Jahres, innerhalb von 10 Tagen, sich die Situation komplett geändert hat. Etwa 1000 Menschen sind behandelt worden mit diesen experimentellen, potenziellen Medikamenten, Antisense-Oligonukleotiden, die ins Nervenwasser eingespritzt werden müssen, und die Zahl hatte sich von mehr als 1000 auf 0 reduziert. Das ist schon ein Rückschlag, ohne jede Frage. Und deswegen stellt sich die Frage, wie das weitergeht. Und das ist auch das, was uns alle hier interessiert, besonders. Alle, damit meine ich die Studienteilnehmer im Besonderen, aber auch die Studienzentren und natürlich alle Huntington-Familien weltweit, auch die sich nicht die Chance hatten, an der Studie zu beteiligen. Und es stellen sich Fragen, und nur auf einen Teil der Fragen können wir Antworten im Augenblick geben. Das hängt damit zusammen, dass die dafür notwendigen Daten noch nicht alle zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres alle Daten, die notwendig sind, oder Beginn des nächsten Jahres haben, um zu einer abschließenden Würdigung zu kommen. Was wir also heute machen, Carsten und ich, ist einen erneuten Zwischenbericht zu geben. Und das ist mir wichtig, dass allen das klar ist. Es ist noch nicht das letzte Wort, was man zu diesen Sachen sagen kann und sagen muss, sondern es ist ein Zwischenbericht. Und womit wir anfangen wollen, ist, dass wir nochmal alle daran erinnern wollen, wie überhaupt die Idee entstanden ist dafür. Das ist deswegen auch wichtig, weil das nicht die einzige Art und Weise ist, zu versuchen, zu beeinflussen das Fortschreiten der Huntington-Erkrankung. Und deswegen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, was das Konzept ist. Und das Konzept ist, dass man versucht, den Körper zu entlasten von den veränderten Genprodukten, die dann im Körper gebildet werden, wenn die Huntington-Mutation im Körper vorliegt. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn das, was schädigend wirkt, auf die Zellen nicht oder weniger vorhanden ist, dass das auch sich übersetzt in eine Verbesserung des Verlaufs. Und wir geben, wie gesagt, den gegenwärtigen Stand an und sagen, wie es weitergeht. Also fangen wir an nochmal mit der Idee. Und das ist ganz wichtig für all das, was auch noch in der Zukunft folgen wird. Es sind zwei Ideen. Im Prinzip kann jede genetisch bedingte Erkrankung dadurch geheilt ist immer ein großes Wort, aber wesentlich gebessert werden, dass man entweder die primäre Veränderung, das heißt die DNA-Veränderung, die die Erkrankung auch verursacht, korrigiert. Das nennt sich
DNA-Editierung oder Gene-Editing. Und es klingt nach Science-Fiction, aber was ich Ihnen darstellen möchte, ist, dass auch in dem letzten Jahr erhebliche Fortschritte in dieser Hinsicht gemacht worden sind. An der DNA selber. Gene-Editing. Die zweite Idee, das ist, schließt sich auch nicht aus und ist durchaus komplementär, ist, dass man den Körper entlastet, indem man die fortschreitende, fortlaufende Produktion der zell- und körperschädigenden, veränderten, mutanten Genprodukte bremst. Ich sage mit Absicht Plural, Genprodukte. Es geht nicht nur um das Eiweiß. Das stand früher ganz im Vordergrund. Das ist ein Genprodukt. Aber es liegt auf der Hand, dass auch die Bauanleitung für dieses Eiweiß in der Struktur verändert ist. Es ist genau eine Kopie in RNA der DNA, die primär verändert ist. Und diese Sorte von Behandlung ist vielversprechend für alle sogenannten dominanten Erkrankungen, das heißt für Erkrankungen, bei denen nicht ein Genprodukt fehlt oder fehlerhaft ist, sondern bei denen durch die genetische Veränderung die veränderten Genprodukte, wieder Plural, neue Eigenschaften haben oder auf Englisch Gain of Function, schädigende Eigenschaften. Und davon gehen wir mit guten Gründen, ich glaube, Carsten, du wirst zustimmen, davon aus, dass das bei der Huntington-Erkrankung der Fall ist. Wo setzen wir an? Wir setzen an einer Stelle, nämlich bei der Überschreibung von der Erbinformation, die in DNA kodiert ist, in eine Bauanweisung, in Messenger-RNA. In unserer Fachsprache heißt das Transkription. Dort setzen wir an. Und die Folge der Bauanweisung ist naturgemäß, dass daraus Eiweißprodukte, Proteine, im konkreten Fall das Huntingtin entsteht. Es wird übersetzt in ein Eiweiß oder in unserer Sprache translatiert. Ja? Jetzt gibt es viele Hinweise darauf, dass eine leise Schaltung des Huntington-Gens, auf Englisch Gene Silence, es handelt sich um vollständiges Abschalten, weniger wird produziert, technisch machbar ist und sich günstig auswirken könnte. Und Carsten, wenn du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen möchtest, was wir für Hinweise haben. Gerne. Sind eine wichtige Arbeit zum Beispiel von Herrn Yamamoto aus 2000, Frau Yamamoto aus 2000 publiziert, eine Arbeit mit einem konditionierten Modell, das heißt, man hat künstlich einen Schalter in diese Maus eingebaut, den gibt es erstmal so nicht, womit man das Gen an- und ausschalten kann. Und wenn man das macht und die Maus erstmal krank werden lässt, dann sieht man, dass sie schlechter wird, dass es bestimmte Funktionen, wie die Erkrankung erwarten lässt, schlechter wird. Wenn man dann das Gen ausschaltet, kann sie sich aber teilweise zumindest wieder verbessern. Also die Krankheit scheint dann sogar so zu sein, dass sich, wenn die Proteine sich wieder abbauen können, teilweise rückbildbar ist. Wie weit, weiß niemand. Aber das wäre erstmal auch absolut fantastisch, dass es nicht nur eine Stabilisierung geben könnte, eine Verlangsamung, sondern potenziell sogar noch deutlich bessere Effekte. In einer Arbeit jetzt mit den Antisense, ersten Arbeit aus dem Jahre 2016-17, wo wir die durchgeführt haben, haben wir teilweise solche Effekte auch gesehen. Das ist auch publiziert im New England Journal. Das ist eine relativ gute Publikation. Wir haben diese ersten Studie mit dem Antisense von Ionis, den dann Roche abgekauft hat, gesehen bei 46 Teilnehmern, dass sich das Eiweiß, das Huntingtin-Eiweiß im Nervenwasser dosisabhängig reduzieren lässt. Man sieht ja, die Null ist Placebo, die Leute hatten also gar kein Medikament, haben Wasser gespritzt bekommen und dann 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm. Man sieht eben, dass das Eiweiß im Nervenwasser, das Huntingtin-Eiweiß, immer weniger geworden ist, je höher die Dosis ist. Und wir haben auch gesehen, das mich persönlich sehr euphorisch gestimmt hat,
dass wir in dem Motorscore, das ist dieser Total Motorscore, wo wir versuchen, anhand der motorischen Beschwerden, der neurologischen Auffälligkeiten Punkte zu vergeben. Und je schwerer krank jemand ist, umso mehr Punkte hat er. Und wenn man sich das hier anguckt, und bei den Leuten zum Beispiel minus 40% weniger Eiweiß hatten. Das sind ja einige da, diese Punkte, die da drüber liegen und dann in den Balken hochgeht, nach links rüber geht. So liest man diese Korrelationsanalysen ab. Dann sieht man auf der linken Seite, dass die teilweise 5 Punkte weniger in diesem Motorscore hatten. Also es ging teilweise den Patienten besser. Das war auch unser klinischer Eindruck, zumindest meiner, bei vielen Patienten, und auch viele Patienten haben das berichtet. So dass wir also tatsächlich bei dieser kurzen Gabe von nur 4 Dosen mit auch geringeren Dosen, das waren eben jetzt diese 10, 30, 60, 90, 120 Milligramm, gedacht haben, tatsächlich, da passiert was. Das hat sich auch in teilweise anderen Skalen, Kognitionsskalen dargestellt, aber hier war es das deutlichste. Und das nach nur 4 Mal war das sehr überraschend. Die Frage ist aber, wie weit kann man das unterdrücken? Dieser Antisense von Ionis ist nicht allelselektiv, er unterdrückt eben beide Allele. Das heißt, sowohl das, was vom Vater kommt, als auch das von der Mutter kommt. Wir haben immer 2 sogenannte Allele und bei der Huntington-Erkrankung ist nur 1 vom erkrankten Elternteil verändert. Ich würde mit diesem Medikament von Ionis Roche, was nicht allelselektiv ist, das auch bei den nächsten Therapien immer wieder eine wichtige Frage ist, etwas allelselektiv, oder also wirkt es nur auf das Verlängerte oder ist es nicht allelselektiv, unterdrückt es beide. Bei diesem Medikament, was dort getestet worden ist, beide unterdrücken. Die Frage ist, kann das auch schaden? Das Huntingtin-Protein hat eine wichtige Funktion in der Entwicklung des Gehirns, das wissen wir. Wenn man es bei der Maus in der Embryonalphase auf der rechten Seite dargestellt, beide relativ früh ausschaltet, dann stirbt die Maus in der Embryonalphase. Das heißt, es hat was mit Entwicklung des Gehirns zu tun und darf nicht zu früh, zu doll behindert werden. Wie das ist, wenn es später ausgeschaltet wird, ist nicht ganz klar. Es gibt ganz viele Proteine, die da interagieren, ungefähr 400. Wir wissen gar nicht genau, welches das Wichtigste ist letztlich. Aber man möchte nach Möglichkeit mit diesen Ansätzen nicht mehr als 50% unterdrücken. Wir glauben, dass 50% nicht schädigen dürfte, weil es auf der linken Seite der obersten Reihe Menschen gibt, die von sich aus ein Allel schon nicht haben, die man durch Zufall festgestellt hat, denen es gut geht, die keine Beschwerden haben. Man hat sich dann überlegt, dass man 120 Milligramm die Dosis nimmt, um weitere Studien zu machen, obwohl man schon leichte Hinweise hat, dass das Ventrikelvolumen zunimmt, dass das auch das Neurofilament kommt, da noch ein bisschen erhöht ist, unter der Überlegung, dass man möglichst hohe Dosen außen im Gehirn, außen im Nervenwasser haben möchte, um möglichst tief im Gehirn Zentren behandeln zu können. Und das ist, glaube ich, prinzipiell erstmal eine richtige Überlegung gewesen. Das ist der Ansatz gewesen. Man hat aber auch da schon Hinweise, dass es zumindest vorübergehende Veränderungen geben kann mit dem Neurofilamentwert und den Ventrikelwerten. Man hat bei einem anderen Medikament mit der spinalen Muskelatrophie, das Musiserin und dann auch im Laufe des Jahres hier von Roger Barker Hinweise gefunden, dass es auch bei dem Huntington-Medikament dazu kommen kann, dass das Medikament, dieser Antisense, anscheinend dafür sorgt als Nebenwirkung, dass das Nervenwasser im Gehirn nicht richtig aufgenommen wird. Und man dann, die sieht man hier, und die Hohlräume im Gehirn weiter werden und größer wird, die Ventrikel werden weiter, das Nervenwasser wird nicht richtig aufgenommen, das drückt aufs Gehirn. Es gibt es auch als Erkrankung, vor allem im Alter, einen sogenannten Normaldruckhydrozephalus, bei dem man dann Nervenwasser ablässt und sich dann häufig auch Konzentrationsstörungen, Inkontinenz bessert und das eben vielleicht hier als eine Nebenwirkung besteht. Und das ist eben das, dass es auch schon bei Kindern mit der spinalen Muskelatrophie, bei dem Nusiserin auch schon gesehen. Das scheint also tatsächlich eine mögliche Nebenwirkung dieses Medikaments sein zu können, in bis jetzt nur sehr seltenen Fällen. Wir haben eben hier schon vorher das Neurofilamentwert erhöht gesehen. Wir haben auch in den höheren Dosen Eiweißerhöhungen im Nervenwasser gesehen. Wir haben höhere Dosen weiße Blutzellen vermehrt im Nervenwasser gesehen durch eine Reaktion. Das heißt, die Frage war, ist das die richtige Dosis? Man hat es aber aus der Überlegung erstmal gemacht, um möglichst viel erreichen zu können.
Ja, also der Wesentliche, was man hier raus mitnehmen sollte, ist, dass die Dosis, die Menge, die wir einsetzen, ziemlich wichtig ist. Und das machen wir uns hier nochmal klar an diesem Schaubild. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, mein Cursor. Ja, man sieht das sogar. Ich weiß nicht, ob Sie auch sehen, wenn es auf Zoom übertragen wird. Hier sieht man vielleicht nicht sehr gut. Das ist der Bereich, den wir eigentlich anstreben. 50% Senkung. Wenn man jetzt das alle 4 Wochen gegeben hat, geht man deutlich unter diese 50% herunter. Mehr, als man ursprünglich eigentlich wollte. Und das ist wichtig für die Diskussion, um die es jetzt geht. Wenn ich vorstelle, die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse aus der Generation HD1-Studie. Das ist von Roche freigegeben worden im April dieses Jahres. Viele von uns haben mitgemacht bei den Seminaren, die der Herr Saft und ich gegeben haben, zuletzt im Mai. Und ich möchte Ihnen das nochmal kurz darstellen und in Erinnerung rufen. Generation HD1 ist ein Akronym, das erkennt man nicht so ohne weiteres. Das ist die Auflösung, was das Wort eigentlich heißt. Generation HD1, etwas bemüht, aber die Pharmafirmen lieben das, solche Akronyme zu haben. Das ist eine große Studie, die Generation HD1-Studie, immerhin 18 Länder weltweit, auch Japan zum Beispiel. Finde ich ganz gut. Also die Huntington-Erkrankung ist eine weltweite Erkrankung und ist die erste Studie überhaupt, bei der japanische Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich beteiligen konnten. Ziemlich hohe Anzahl, 791 Teilnehmer. Und diese Gabe von dem Studienmedikament wurde also gestoppt, wie ich Ihnen dargestellt habe, im März diesen Jahres. Das gleiche galt für die offene Verlängerungsstudie für GeneXtend, ebenfalls 18 Länder, immerhin 236 Menschen, die sich daran beteiligt haben, wo Tominersin entweder alle 8 Wochen oder alle 16 Wochen gegeben wurde und hier ist pausiert die Gabe von Tominersin in den Nervenwasserraum. Worauf es uns ankam bei dieser Wirksamkeitsstudie Generation HD1 waren verschiedene Werte, die uns anzeigen, ob das Medikament tut, was wir uns erhoffen bei den behandelten Patienten. Das ist zum einen, Carsten hat schon sehr gut eingeführt, der funktionelle Zustand insgesamt. Das Werkzeug, was wir dafür benutzen, heißt Total Functional Capacity und Carsten hat genau dargestellt, was das eigentlich ist. Das war aber nicht der einzige Beurteilungsmaßstab, den wir uns angeguckt haben. Das andere war noch ein zusammengesetzter Endpunkt, der versucht zu kombinieren, den funktionellen Gesamtzustand, wieder über TFC gemessen, das Ausmaß der Bewegungsstörung über Total Motor Score oder TMS abgekürzt gemessen und die kognitive Leistungsfähigkeit an 2 Tests gemessen. Die nennen sich Simple Digit Modality Test oder SDMT abgekürzt und Stroop Word Reading Test. Die Details sind nicht so entscheidend, aber mir ist wichtig, dass das Konzept klar ist. Funktion, Motorik und Kognition, all das verschlechtert sich normalerweise im natürlichen Verlauf der Erkrankung. Und deswegen ist es gibt es einen hilfreichen Eindruck, um Wirksamkeit beurteilen zu können. Und was dazu gehört, ganz wesentlich, ist auch der Gesamteindruck. Das nennt sich Clinical Global Impression of Severity oder abgekürzt CGIS. So, was sind jetzt, das kennen Sie alle schon aus der Darstellung, die wir im Mai gegeben haben, was ist dabei herausgekommen? Hier sehen Sie den ersten Endpunkt, nämlich das kombinierte Instrument Composite UHDRS. Und was Sie hier sehen, ist, ich weiß nicht, wie gut Sie es tatsächlich sehen können, die verschiedenen Farben, die verschiedenen Dosisgruppen sind mit verschiedenen Farben angezeichnet. Hier in Blau ist die höhere Dosierung, die höchste Exposition, in Gelb ist die mittlere Exposition und Placebo ist in Grau dargestellt. Und was Sie sehen, ist, dass eine Verbesserung würde nach oben gehen, dass die höchste Exposition haben, eigentlich im Vergleich zu Placebo, sich schlechter verhalten in Bezug auf diesen Endpunkt. Das gleiche bei Total Functional Capacity.
Sie sehen, das ist also ziemlich konsistent. Genauso beim Total Motor Score, das geht jetzt mal nach oben und Sie sehen, blau ist hier oben und grau ist hier in der Mitte. Weniger deutlich vielleicht. Dann die kognitiven Beurteilungswerkzeuge zeigen, wo auch nach unten geht, wenn es sich verschlechtert, sehen, blau liegt unter grau. Was wir uns erhofft haben, ist das Gegenteil. Und genauso beim Stroop Word Reading Test, grau liegt wieder oberhalb von blau. Und wenn man Clinical Global Impression anguckt, wieder das gleiche, die gleiche Abstufung, immer das gleiche Muster. Placebo, grau verhält sich in einer Weise, der gelbe Punkt, und das ist jetzt auch wichtig, etwa wie Placebo. Keine Verbesserung, aber auch keine eine Verschlechterung. Was schlechter zu sein scheint, ist das Blaue, also die hohe Exposition. Wenn man sich jetzt anguckt, wie das in der Bildgebung ist, Carsten hat es schon erwähnt, hier ist das Gehirn insgesamt in der Kernspintomographie dargestellt. Hier sehen Sie die Nervenwasserräume, sogenannte Ventrikel. Und hier sehen Sie einen Teil der besonders von der Huntington-Erkrankung betroffenen Basalganglien, hier das Caudatum. Und wenn man das jetzt mal anguckt, dann sieht man wieder ein ganz ähnliches Muster. Wieder blau dargestellt, die höchste Exposition, und in grau dargestellt Placebo. Relativ große Unterschiede, wie man hier sieht, aber in die falsche Richtung. Und das gleich hier nochmal für Ventrikelvolumen dargestellt. Hier, ne? So dass man also zusammenfassen kann, in der höheren Exposition, 120 Milligramm alle 8 Wochen gegeben, zeigen die Patienten insgesamt einen ungünstigeren Verlauf als die Leute, die mit Placebo behandelt worden sind, während die, die alle 16 Wochen das bekommen haben, einen Verlauf hatten, der vergleichbar war mit Placebo, aber auch nicht besser. Ja? Also das ist die Datenlage. Das ist für die gesamte Gruppe insgesamt angeguckt. Jetzt gehen wir das nochmal im Einzelnen durch, weil das wichtig ist. Also, dazu haben wir uns Fragen überlegt und wir gehen die nochmal durch, dass es nochmal ganz, ganz klar wird, was da jetzt rausgekommen ist. Also, die Studie hat 3 Arme, Placebo, eine Expositionsgruppe mit 120 Milligramm alle 8 Wochen und alle 16 Wochen. Und bei allen, wie es dem natürlichen Verlauf der Erkrankung entsprechen würde, ist es zu einer Verschlechterung gekommen. Die zweite sehr wichtige Frage ist, hängt diese Veränderung ab von der Art und Weise, wie die Leute behandelt wurden? Und wieder ist die Antwort ja. Und zwar in der Abstufung, die ich Ihnen vorhin dargestellt habe. Am schlechtesten die mit der die größte Exposition hatten im Vergleich zu Placebo und kein deutlicher Unterschied bei denen, die alle 8 Wochen 120 Milligramm Tominersen intrathekal bekommen. Jetzt gibt es ungünstige Verlaufskurven. Ja, das ist bei denen mit der hohen Exposition, nämlich 120 Milligramm alle 8 Wochen. Die haben sich schlechter verhalten im Vergleich zu Placebo. Gab es auch Verläufe, die besser waren als unter Placebo? Enttäuschenderweise nein. Auch nicht bei der Gruppe, die alle 16 Wochen behandelt wurde, wenn man das insgesamt anguckt. Das ist die wichtige Frage, das sind die nominellen Werte. Ist das auch so, dass man sich darauf verlassen kann? Das heißt, ist es statistisch signifikant? Und das ist ein bisschen komplizierter. Statistisch signifikant ist der Unterschied zwischen der hohen Exposition, nämlich 120 Milligramm Tominersen alle 8 Wochen. Das ist signifikant schlechter. Guckt man an die niedrigere Exposition, 120 Milligramm alle 16 Wochen, dann gibt es keinen statistisch signifikanten Unterschied. Also wir sind uns nicht sicher, ob es einen realen Unterschied gibt zur Placebo-Gruppe. Jetzt die sehr wichtige Frage, wie stellen wir uns die Beziehung zwischen der Menge der Studienmedikation in einem definierten Zeitraum, also der Exposition und der unerwünschten Wirkung, vor? Da gibt es klar einen Zusammenhang, das haben wir gesehen an der Ventrikelgröße. Je höher die Exposition, desto ungünstiger sowohl die Ventrikelvolumina als auch die klinischen Verlaufskurven. Was wir noch nicht wissen ist, das war schließlich eine Studie, die mit viel Hoffnung assoziiert war, ob die Placebo-Gruppe in dieser Studie
sich genauso verhält wie Menschen, die nicht an einer Studie teilnehmen. Das wissen wir im Augenblick noch nicht. Das wird erst ausgewertet. Ja, kann sein, dass die Leute, die überhaupt an der Studie teilgenommen haben, einfach Mobilisierung von Hoffnung und andere Faktoren auch ganz ähnlich. Ganz genau. Nicht? Also es ist absolut denkbar. Nicht? Dazu müssten wir vergleichen mit aus der Enroll-Studie verfügbaren großen Kontrollpopulation. Das steht aber noch aus. Dann die für den weiteren Verlauf entscheidende Frage ist, ob es Subgruppen gibt von Teilnehmern und Teilnehmern, die einen günstigen Verlauf haben. Das wissen wir im gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch nicht. Aber das ist die kritische Frage eigentlich. Speziell die Frage, ob Menschen, die sehr früh im Krankheitsverlauf behandelt werden, vielleicht profitiert haben. Im Augenblick wissen wir das nicht. Aber die entsprechenden Analysen laufen. Und dann, das gehört dann dazu, kann es sein, dass es für Mann diese Sorte von Behandlung mit Tominersen und Antisens-Oligonukleotiden bei manchen Leuten, wenn die Erkrankung zu weit fortgeschritten ist, keine Wirkung hat. Das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Und für die weitere Entwicklung, eine kritische Frage ist jetzt die, die hier steht. Ist es denkbar, dass mit anderen Behandlungsschemata, zum Beispiel eine Behandlung seltener als alle 2 Monate oder einer niedrigen Dosierung. Carsten hatte das gezeigt. Wir hatten 60 Milligramm, 90 Milligramm und auch 120 Milligramm ausprobiert. Ob sich dadurch der Verlauf der Huntington-Erkrankung durch Tominersen günstig beeinflussen lässt. Weil man die Nebenwirkungen, wenn man so will, die toxischen Effekte der Gabe von Antisens-Oligonukleotiden, Carsten hatte erwähnt, dass es auch mit anderen Antisens-Oligonukleotiden zu Erweiterung der Ventrikelräume, der Nervenwasserräume kommt, ob sich das so zeigen lässt. Das ist eine im Augenblick komplett offene Frage. Und um die eindeutig beantworten zu können, werden auch neue Untersuchungen und Studien notwendig sein. Das ist noch einmal an Carsten, wenn du vielleicht noch mal zusammenfassen möchtest. Ja. Ich glaube, einfach nochmal ein guter Punkt, jetzt nochmal einen Zwischenpunkt zu machen, vielleicht auch, weiß ich, ob wir gleich schon die Pause machen, letztlich hier zu diskutieren. Sicherlich nicht die Ergebnisse, die wir erhofft haben, enttäuschend. Ich hatte tatsächlich auch klinisch den Eindruck, die letzten 2, 3 Jahre, dass wir die Effekte, die wir zu Anfang gesehen haben, nicht mehr so gesehen haben. Und ich glaube, wir haben das auch schon diskutiert. Und jetzt glaube ich, sind eine Frage, kann dieses Antisens zu einem Hydrocephalus führen? Also sind diese Ventrikelerweiterungen, vor allen Dingen glaube ich, die Daten der Verschlechterung der Konzentrationswerte, ein Hinweis darauf, dass das alles mit Nervenwasserresorption zu tun hat? Wenn das so wäre, in einer niedrigeren Dosis, das Ganze vielleicht versuchen. Und vor allen Dingen ist dann die Frage für diejenigen, die jetzt an dieser Studie noch teilnehmen, wird das wieder besser von alleine? Es wäre denkbar, dass wenn das Medikament dann abgebaut ist, dass dann die Nervenwasserresorption wieder besser funktioniert und dass sich das dann wieder teilweise zumindest zurückbildet und vielleicht diese Verschlechterung, die wir haben, dann sich wieder aufhebt. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt sehen müssen, dadurch, dass die Leute zum Glück die meisten noch weitermachen, ob es so eine Entwicklung gibt. Ja. Für mich stellt sich aber auch die Frage, ob es darüber hinaus andere Nebenwirkungen gibt. Nicht nur diese Symptomatik, sondern auch andere Sachen, wie eben diese, ja, letztlich den Widerspruch, den ich sehe in den ersten Daten von der ersten Studie und den jetzt, den sehe ich noch nicht erklärt, es sei denn, es wäre Zufall gewesen, dass wir diese Korrelation haben, was möglich sein kann. Und natürlich ist eben die Frage berechtigt, wenn wir schon jetzt in der hohen Dosis diesen Effekt nicht positiv hatten, wieso erwarten wir denn dann einen Effekt in einer geringeren Dosis, der positiv? Das ist eine berechtigte Frage. Also ist dieser Ansatz überhaupt richtig? Diese Frage stellt sich natürlich, aber der Punkt, den ich gerne machen möchte und den wir beide, glaube ich, gerne machen würden, ist, dass es verschiedene Deutungen gibt. Eine Deutung ist, und das wäre nichts Ungewöhnliches bei Medikamenten, man kann des Guten auch zu viel tun. Man provoziert Nebeneffekte und überdeckt damit die günstigen Effekte. Wäre nichts total Ungewöhnliches in der Medizin ganz generell. Ich darf nochmal in Erinnerung rufen, dass, Carsten hat das erwähnt, einen Grund gab, warum man so hoch gegangen ist.
Man wollte alle Hirnstrukturen möglichst gut erreichen. Man spritzt es hier unten rein und je höher der Konzentrationsgradient, so ist die Überlegung, desto besser verteilt sich das im gesamten Gehirn. Man muss sich aber klar machen, im Vergleich zu den anderen Medikamenten, wo Antisens-Oligonukleotide gegeben werden, zum Beispiel bei den Kindern mit spinaler Muskelatrophie, da ist die Dosis, die gegeben wird, 12 Milligramm pro Einzeldosis, alle Vierteljahr. Wir geben 120, also eine Größenordnung mehr. Und wir haben, das muss man sagen, Roche hatte sich entschieden und ich als einer, der gefragt wurde, ist das ein vernünftiges Vorgehen, war der Meinung, dass es bei den guten Ergebnissen der Phase-1-Studie vertretbar ist, eine formale Dosisfindungsstudie zu überspringen. Das nennt sich Phase-2-Studie. Im Nachhinein, das hat Scott Schobel, der das, die ganzen Daten auch nochmal vorgestellt hat, jetzt vor 3 Wochen bei dem EHDN-Kongress, der virtuell stattgefunden hat, gesagt, sein größtes Lernerlebnis ist, dass es, wenn es nochmal zu tun hätte, es anders machen würde. Er würde eine Phase-2-Studie machen zur genauen Dosisfindung. Warum war das ein unattraktiver Gedanke damals? Es hätte bedeutet, dass man weitere 2 bis 3 Jahre in Anführungszeichen investieren muss oder in Anführungszeichen verliert. Ja? Deswegen war uns allen das ein Anliegen, möglichst zügig Wirksamkeit nachzuweisen. Im Nachhinein betrachtet nicht die beste Entscheidung. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um... Ja. Guter Punkt für mich jetzt. Ich stehe schon an der Seite. Wir haben hier schon die ersten Fragen aus dem Publikum und die möchte ich jetzt auch direkt hier loswerden, weil die passen genau an diese Stelle. Ja, es hat ja mehrere, genau. Es geht ja darum, die Studie oder dass die Medikamentengabe hat im März überraschend geendet. Ja. Für uns alle nicht schockierend, für viele andere wirklich ein schwarzer Montagabend, Dienstag früh. Jetzt ist es ein halbes Jahr später. Mhm. Eine der Fragen aus der Gruppe heißt, wieso hat Roche nach 6 Monaten noch keine neuen Daten geliefert? Mhm. Also das ist natürlich eine völlig berechtigte und wichtige Frage. Man muss sich Folgendes klar machen. Roche, das hat auch Scott Schobel dargestellt auf dem EADN-Kongress, möchte alle Daten analysiert haben. Das ist jetzt nicht ganz trivial, denn zum Beispiel müssen gemessen werden, und das ist auch für die Interpretation der ganzen Sachen wichtig, die Konzentrationen der Substanz im Nervenwasserraum. Wir haben mehr als 800 oder ungefähr 800 Teilnehmer. Das dauert seine Zeit. Mutantes Hunting Team muss von allen den vielen Proben, die da sind, in einem Ansatz gemessen werden. Genauso Neurofilament und alle anderen Parameter, die wir haben. Das dauert Zeit, vor allen Dingen, weil es qualitätskontrolliert werden muss. Ich verstehe völlig, dass jeder ungeduldig ist. Ich am ehesten und die Firma, glaube ich, auch. Aber es ist nun mal ein Teil der Realität, dass wenn man belastbare Aussagen machen möchte, man die Zeit investieren muss, zu warten, bis qualitätskontrollierte Daten zur Verfügung stehen. Nicht, dass man voreilige Schlüsse zieht. Okay, danke für diese Antwort. Dann geht es auch noch mal weiter. Die Frage heißt dann, sind die Teilnehmer vor der Studie nach Abbruch informiert worden, dass sie an keiner weiteren Medikamentenstudie teilnehmen können? Wie läuft denn da die Antwort hinzu? Also es ist nicht so, dass man an keiner weiteren Medikamentenstudie teilnehmen kann. Die Studie ist, was im Augenblick vorgeschlagen wird, und das wird mit jedem Teilnehmerin und jedem Teilnehmer diskutiert, ist, ob sie bereit sind, dem Studienprotokoll bis zum Abschluss der Studie weiter zu folgen. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne selber trifft. Und wir erklären natürlich auch, warum wir das für sinnvoll halten. Denn wir wollen sehen, was sich tut. Zum Beispiel, ob die Ventrikelvergrößerungen sich wieder zurückbilden nach einiger Zeit und wie schnell.
und andere Parameter, die wir nicht so ohne weiteres erkennen können, was sich damit tut. Und die Studie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Generation HD1-Studie erreichen jetzt zunehmend den Endpunkt. Danach sind sie völlig frei zu machen, was immer sie wollen. Es gibt andere Bedenken jetzt von anderen Pharmafirmen, die ihre Substanzen testen wollen, dass sie sich fragen, gibt es Überlagerungen von Effekten meiner Substanz mit dem, was vorher gegeben worden ist. Und deswegen will man eine gewisse Pause haben. Das sind mehrere Halbwertszeiten, biologische Halbwertszeiten, auch biologische Effekthalbwertszeiten, weil Antisense-Oligonukleotiden hält die Wirkung relativ lange an. Und deswegen ist die Zeit, in der eine Pause zu einer klaren und eindeutigen Trennung von Effekten der neuen Prüfsubstanz zu den Effekten der alten Prüfsubstanz relativ lang. Halbes Jahr. Okay, aber es ist ja kein Ausschluss. Ja, ich glaube, möchte auch was sagen. Weil das ist ja nicht eine, also natürlich wurde das alles mit den Teilnehmern besprochen. Ja, und wurde es auch diskutiert. Und letztlich zu diesem Zeitpunkt gab es ja manche anderen Studien noch gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass einige andere Studien, die im Moment laufen, wie zum Beispiel die Proof-Studie meines Wissens, ja, das ist auch so, aber auch andere Studien im Moment ein Ausschlusskriterium haben, dass man vorher andere genallelverändernde Medikamente genommen hat, eben aus dem Grund, denn Barnard gerade dargestellt hat, dass man nicht weiß, weshalb das dann das eine ist. Das wird aber auch bei anderen Medikamenten, bei Studien wahrscheinlich dann irgendwann mal so sein. Und die Frage ist tatsächlich, ob das dann immer so bleibt oder ob sich das dann in den nächsten Studien auch verändern wird. Ich glaube, im Moment ist das auch so, weil wir nicht genau wissen, was wirklich passiert ist. Und sich natürlich, wenn ich jetzt, diese Teilnehmer haben natürlich auch ein Interesse, vielleicht andere Studien noch weiterzumachen. Das ist uns absolut bewusst. Aber viele, wenn ich jetzt ein anderes Präparat testen will, ich dann ja nicht genau weiß, was ist mit dem Medikament vorher passiert. Und dann könnte ich mir unter Umständen auch für dieses neue Medikament Veränderungen einfahren, die ich nicht überblicken kann, die ich noch gar nicht richtig verstanden habe. Deshalb ist, glaube ich, im Moment bei den meisten Studien ein Ausschuss. Das ist aber keine Entscheidung von Roche, sondern es ist eine Entscheidung dieser anderen Firmen, dass die das nicht wollen. Und da ist sicherlich zu erhoffen, dass sich das ändert. Aber das wird auch bei anderen Studien, die ähnliche Ansätze haben, glaube ich, unter Umständen ein Diskussionsthema sein. Ja? Okay, eine Situation, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Aber das ganz besonders ist auch notwendig. Wenn ich eine Studie anfange, muss ich doch praktisch Mitglieder haben, die weiße Blätter sind oder die unbeschriebenen Blätter sind. Ne? Das ist ja für eine Studie von herausragender Bedeutung, oder nicht? Letztlich ja. Dass ich, damit ich weiß, was verändert worden ist. Ich weiß es jetzt hier in diesem Fall eben nicht. Und das ist genau, glaube ich, der Grund. Vielleicht, wenn ich das irgendwann verstanden habe oder weiß, die Halbwertszeit ist lange genug und dann geht das vielleicht auch anders. Aber ich gehe sehr davon aus, dass das zum Beispiel für andere, wie das Unicure-Programm oder RNA-Programm, über die wir gleich noch sprechen, dann später ähnlich sein wird. Und sogar noch ausgeprägter. Nicht? Ich meine, wenn ich eine Gentherapie mache, die einmal drin ist, damit ist de facto eine Teilnahme an anderen Interventionen unmöglich. Okay. Möchte ich gerne mal auf die, es gibt noch die nächste Frage, lautet in Richtung Veränderung im Striatumvolumen, gerade bei der Studie. Sind die Daten noch gar nicht vorliegen, oder? Wie ist da der Stand? Also diese Daten werden in verschiedener Weise analysiert. Liegen auch noch nicht richtig vor. Mhm. Und meine Überzeugung wäre, dass es ganz entscheidend wichtig ist, sich das anzugucken in Verbindung mit allen Erfahrungen, das heißt der Phase 1-Studie, der Open-Label-Extension-Studie und der Generation-HD1-Studie, um ein vollständiges Bild zu haben. Und das Entscheidende aus meiner Sicht, was die Analyse angeht, ist, dass man es Beziehung setzt zu den im realen einzelnen Patienten gemessenen Dosen, die erreicht werden. Man kann sich leicht vorstellen, ich gebe 120 Milligramm einem 2-Meter-Mann mit 90 Kilo. Das ist was anderes, als wenn ich das einer 1,66 großen Dame mit 55 Kilo.
Okay, jetzt gibt es noch weitere Hinweise. Mhm. Und zwar, ich kann es auch gerne sagen, es ist von Herwig Lange, der schreibt uns im Chat, und zwar sagt er, er weist darauf hin, die Ergebnisse sind so, wie er vorhergesagt hat und dafür massiv angegriffen wurde. Also das ist eine Studie, ich will ganz kurz von meiner Seite kommentieren, es ist eine Studie, wir haben nicht gewusst, was rauskommt und aus guter Überzeugung es getan. Wir wissen jetzt leider sehr verfrüht, dass es nicht zu dem Ergebnis kommt, was wir wollten. Das ist super schade und ich bin wirklich allen dankbar, die dazu beigetragen haben. Und ja, wir haben alle viel daraus gelernt, aber gerne. Für meine Begriffe eine Voraussetzung dafür, eine Studie überhaupt durchführen zu können, dass niemand es weiß. Niemand. Auch nicht du, Herwig. Auch du konntest nicht wissen, was dabei rausgekommen ist. Jeder hat seine Präferenzen gehabt. Aber man macht eine Studie nur dann, wenn niemand auf der ganzen Welt, niemand weiß, was das Ergebnis. Sonst wäre es auch unethisch aus meiner Sicht. Hätte ich sicher gewusst, dass es funktioniert, wäre es nicht vertretbar gewesen, Leute mit Placebo zu behandeln. Aber niemand weiß es. Und dass man der eine favorisiert und skeptisch ist, ist berechtigt, ist auch gut. Man soll skeptisch sein. Aber was wichtig ist für uns alle, ist, dass wir sagen, niemand. Und das ist die Voraussetzung dafür, in unserer Sprache Equipoise. Niemand kann es wissen, bevor nicht die Untersuchung durchgeführt worden ist. Genau. Danke dafür. Dann gibt es nochmal, die Roche-Studie-Teilnehmer werden nicht an anderen Studienteilen zugelassen, haben wir gerade diskutiert, entscheidet die andere Firma, was ihre Ausschlusskriterien sind. Da haben wir gerade schon drauf eingegangen. Und dann nochmal ein Hinweis zu der schriftlichen Aufklärung. Ich bin gar nicht im Bilde. Zu der schriftlichen Aufklärung der Studienteilnehmer. Sie wurden weder auf den möglichen Abschluss informiert, noch über NFL und Ventrikel. Da kann ich jetzt, kenne den Content nicht, weiß nicht, was drin steht. Also das ist nicht das, was in der in Patienteninformation, die ich meinen Patienten ausgehändigt habe, drinsteht. Da ist das erwähnt. Das waren die Fragen, die bisher eingegangen sind. Damit haben wir das Thema, ich glaube, jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich besprochen nochmal. Danke erstmal bis hierhin. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine Pause und schaffen wir es um 15:15 weiterzumachen. 10 Minuten Kaffeepause. Ja. Alles klar, dann bis gleich. So, da sind wir wieder gestärkt von Kaffee und Kuchen und wir machen weiter mit Wave und Herrn Landwehrmeier, glaube ich. Sieht das aus? Vielleicht kurz ja? Vorher. Ganz kurz. Matthias, gibst du uns bitte ein Zeichen? Kannst du bitte im Chat schreiben, Matthias, ob alles in Ordnung ist? Oder generell im Chat sind wir zu sehen und zu hören. Kannst du bitte jemandem ein Zeichen geben oder was im Chat schreiben? Alles in Ordnung, das ist wunderbar. Alles okay, auch bei Matthias, sehr schön, wunderbar. Dann machen wir einfach jetzt dann direkt weiter. Los geht's. Vielleicht bevor wir wieder einsteigen, eine Bemerkung. Wir haben auch jetzt in der Pause natürlich diskutiert. Das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass wir diese Diskussion führen können. Dass wir also vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder sowas konnten wir das noch nicht. Und wir haben jetzt sehr spannende Diskussionen. Ich glaube, dass wir diese Diskussion führen können, ist eigentlich das Aufregende. Und das geht jetzt weiter. Genau. Also, was wir im Folgenden tun wollen, ist Ihnen nochmal in Erinnerung rufen, die anderen Programme und Ihnen das ganze Spektrum zeigen von den Sachen, die in der Entwicklung sind. Wir fangen an mit Wave. Wave, die Firma Wave, hat das als Ziel gesetzt, allelselektiv, das heißt nur das veränderte Kopie oder Allele in unserer Sprache, zu beeinflussen. Und hat dazu 2 Studien bereits abgeschlossen, Precision 1 und 2, und eine neue Studie gerade begonnen, Select HD. Die Idee von Wave ist, dass man nutzen kann, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, mein Cursor, ja, man sieht das, glaube ich, ein bisschen schlecht. Oder
das geht vielleicht besser. Ne? Man sieht hier drei markierte Stellen in der DNA. Die anderen sehen es nicht? Okay, also dann lieber mit dem Cursor. Genau, also drei markierte Stellen hier, die als SNP bezeichnet werden. SNP steht für Single Nucleotide Polymorphism, also eine Besonderheit, die zu finden ist, nur auf dem Allel, auf der Genkopie, die mit der CAG-Expansionsverlängerung assoziiert ist. Das ist die Idee. Und dieses Medikament, das Antisense-Oligonukleotid, wieder eine einsträngige DNA, wirkt so, dass sie nur die mutante Form erkennt und dazu führt, dass die abgebaut werden und nichts nachproduziert wird. In der Praxis sieht es dann so aus, dass man Blut abnehmen muss bei dem Einzelnen, herausfinden muss, welche Besonderheiten, welche Marker, von denen ich Ihnen drei dargestellt habe, im Einzelfall vorliegen. Und das ist nicht bei jedem so. Nicht? Die Menschen unterscheiden sich daran. Es ist also keine Behandlung, anders als das, was wir vorhin diskutiert haben, von Ionis und Roche entwickelt, was bei allen wirken sollte, dass dieser Ansatz von Wave wirkt nur bei bestimmten Leuten, die eben diese speziellen Veränderungen auch tatsächlich haben. Also aufwendig, aber konzeptuell natürlich interessant, weil man gezielt nur das behandeln kann, was man auch behandeln möchte. Leider, das habe ich Ihnen vorhin dargestellt, zeigt sich im Vergleich zu Placebo bei den beiden von Wave bislang untersuchten Antisense-Oligonukleotiden kein Unterschied zu Placebo. Also nicht, wie wir es vorhin gezeigt haben, eine dosisabhängige Absenkung von mutantem Huntingtin, also dem Huntington-Eiweiß, im Nervenwasser, sondern es bleibt gleich. Eine Wave ist, ich glaube, aus sehr guten Gründen optimistisch, dass Ihnen das anders und besser gelingen kann. Jetzt eine neue Studie, SELECT-HD, wo das Medikament, was eingesetzt wird, Antisense-Oligonukleotid, anders aussieht und auch eine andere Zielstelle hat. Und diese Studie beginnt zu rekrutieren. Ja. Also, das wird sich in dem nächsten Jahr dann zeigen, ob hier jetzt, wie erhofft, es zu einer Absenkung nur und ausschließlich des veränderten Huntingtin-Bauanweisung, der mutanten Huntingtin-Bauanweisung kommt. Das Problem der guten Verteilung im Gehirn kann vielleicht adressiert werden, willst du das diskutieren? Dadurch, dass man diese als Therapeutika eingesetzten Moleküle chemisch so verändert, dass sie besonders gut sich im Gehirn verteilen. Das nennt sich divalente siRNA. Und der Name ist jetzt nicht so wichtig, aber das Prinzip ist wichtig. RNA-Moleküle sind eigentlich geladene Teile, positiv oder negativ geladene Teile. Nur, wenn es gelingt, die nicht nach außen, nicht geladen erscheinen zu lassen, indem die eine Schlaufe bilden, sodass alle geladenen Teile innen sind, können die durch die Fettschichten, die jede von unseren Zellen umhüllen, hindurch und überall im Gehirn wirken oder überall im Körper wirken. Und das ist das, was ich Ihnen hier zeige, hier in Rot dargestellt. Das ist dieses Molekül, was einen roten Farbstoff hat zusätzlich. Man sieht, dass das ganze Gehirn jetzt von einer Maus und hier von einem Affen gefärbt ist im Vergleich zur Kontrolle. Also es verteilt sich tatsächlich überall im Gehirn. Und das ist natürlich eine für die Zukunft interessante Möglichkeit, auch wirklich viele Anteile des Gehirns mit solchen therapeutisch potenziell wirksamen Substanzen zu erreichen. Also, lassen Sie uns das aber nochmal systematischer angucken, was es alles noch an Möglichkeiten gibt für eine leise Schaltung des Huntington-Gens. Wir hatten besprochen jetzt die Antisense-Oligonukleotide, wir hatten beide Formen besprochen, nicht allelselektiv und allelselektiv. Das eine Programm von Ionis
und ein Hoffmann La Roche und das andere von Wave. Jetzt gibt es aber auch, und jeder, der den Huntington Courier, den zweiten, gelesen hat, weiß das, auch eine Gentherapie-Option, zum ersten Mal auch in Deutschland, wo man sich erhofft, eine permanente oder zumindest langanhaltende Wirkung. Permanent ist ein großes Wort. So viel Erfahrung gibt es noch nicht. Lebensspanne eines Menschen sind 70, 80 Jahre. Und so viel Erfahrung hat im Augenblick noch niemand. Aber langanhaltende Wirkung ist erhofft. Und was man hier einsetzt, sind die Produktion im Körper selber, in den körpereigenen Zellen selber, von Substanzen, die hemmend wirken auf die Nachbildung der Huntington-Genprodukte. Und davon gibt es verschiedene Arten, alle verpackt in eine Genfähre. Die nennt sich AAV, darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen ein. Und die gibt es allelselektiv und nicht allelselektiv. Zinkfingerproteinprogramm ist allelselektiv, die beiden anderen sind nicht allelselektiv. Und das werden wir auch noch besprechen, weil auch dieses Jahr hier die erste Studie beginnt mit Substanzen, die geschluckt werden können als Tablette und die im gesamten Körper wirken, die also nicht mehr eingespritzt werden müssen, extra in den Nervenwasser kommen. Und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen eingehen, auf Geneditierung und die Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Fangen wir noch mal an mit dem Werkzeugkasten. Es ist wichtig, dass man sich das nochmal klarstellt. Und zum Teil ist es auf Englisch, aber ich glaube, das verstehen Sie alle. Hier in Grau ist der Zellkern zu sehen und hier in Schwarz, das ist der übrige Teil der Zelle, das sogenannte Zytoplasma. Und hier sehen Sie das Huntington-Gen, naturgemäß wie alle Gene im Zellkern, aus dem hergestellt wird eine sogenannte Prä-Messenger-RNA, also eine Bauanweisung, die diese dünnen Teile dort hat. Das ist also eine genaue Kopie der DNA. Das hier wird aber herausgeschnitten, in unserer Sprache spliced, herausgespliced. Das ist ganz wichtig, denn die Natur funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Auf diesem Wege kann man viele Sachen zusammenbasteln, die die Zelle zur Verfügung hat. Dann wird das aus der Zelle hinaus transportiert, in Nuclear Export, in den schwarzen Raum, das heißt das Zytoplasma, da, wo dann hergestellt werden die Proteinprodukte, also das Huntington im Prozess der Übersetzung oder Translation. Jetzt, wo setzen wir an mit unseren Antisense-Oligonukleotiden? Ist auch wichtig, sich klarzumachen. Das ist schon ganz früh im Zellkern. Und zwar an der Prä-Messenger-RNA, die dann nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist möglicherweise wichtig, denn die Prä-Messenger-RNA selber könnte auf die Zellen schädigend wirken. Ansätze, wie die auf die reife Messenger-RNA gehen und natürlich auch dazu führen, dass weniger Eiweiß hergestellt wird, Huntington hergestellt wird, berühren nicht die Konzentrationen von Prä-Messenger-RNA im Zellkern. Und das ist wichtig, weil die interagieren können, wenn sie verändert sind, durch die Expansionsmutation hier in Gelb dargestellt, mit anderen RNA-bindenden Eiweißen oder RNA-Binding-Proteins. Also, die RNA-Ansätze hier wirken im Zytoplasma. Dann gibt es wieder im Zellkern wirkend die kleinen Moleküle, die das Splicen verändern. Das stelle ich Ihnen nachher nochmal ausführlich dar, weil es wichtig ist für Ansätze, die die Firma Novartis und die Firma PTC verfolgen. Firma Novartis wird dieses Jahr mit einer entsprechenden primär mal Dosisfindungsstudie beginnen. Der nächste Ansatz, noch einen Schritt früher, ist an der DNA selber, allerdings ohne die DNA zu verändern. Das sind die Zinkfingerproteine. Das erkläre ich Ihnen nachher nochmal. Und viele von Ihnen haben das schon gehört. Das ist allelselektiv denkbar. Also berührt nicht alle Formen von Huntington, Bauanweisungen und Proteinen, sondern nur die veränderte. Und dann gibt es natürlich, wie wir es ja auch schon ganz am Anfang besprochen haben, die Möglichkeit, die DNA zu editieren, zu korrigieren, den Fehler, den genetischen Fehler an der Ursprungsstelle der DNA selber zu korrigieren.
All diese Gentherapieansätze, die wir jetzt gerade besprochen haben, das waren die letzten, die wir besprochen haben, setzen voraus, dass man die Sachen, die man braucht, um der Zelle zu helfen, in die Zelle hineinkriegen muss. Und das geht eben mit Genfähren oder trojanischen Pferden, Viren sind es das, adeno-assoziierte Viren in der Regel, die besondere Oberflächeneigenschaften haben. Und das ist, wo viel, viel Forschung stattfindet, um sie an die richtige Stelle zu bringen. Ja. Das wird eingesetzt bei der ersten Gentherapie, die für die Huntington-Erkrankung durchgeführt wird. Dieses Jahr hat die begonnen in den USA und neuerdings seit der zweiten Jahreshälfte auch in Deutschland. Herr Reinmann leitet die Studie hier in Europa und in Deutschland ganz auch. Noch einmal, wie sehen diese Genfähren aus? Das ist ein Virus, was für sich selber keine Krankheit verursachen kann, ist nicht heilungsfähig und verursacht also theoretisch zumindest keine Erkrankung selber durch das Virus. Als Besonderheit hat es, dass es in Nervenzellen eintreten kann. Das ist nicht bei jedem Virus so, nur manche können das. Und es wird in großem Stile eingesetzt, gegenwärtig 370 Anwendungen von diesen Genfähren beim Menschen. 370 für verschiedenste Erkrankungen, nicht wenig. Und die Idee dabei ist, was das Ganze attraktiv macht, ist, dass man durch eine einmalige Gabe, theoretisch, etwas in die Zellen hineinbringt, was dann selber immer wieder hergestellt wird und wirkt, sodass keine Dauerbehandlung notwendig ist, sondern bloß eine einmalige Gabe. Kehrseite davon ist, dass diese einmalige Gabe sehr teuer ist. Das gibt es schon bei einer Erkrankung, SMA, kostet 1,2 Millionen, die einzelne Spritze. Okay. Die Studie, die läuft in den USA und auch in Deutschland, benutzt als Genfähre ein adeno-assoziiertes Virus, was AAV5 heißt, das sind bestimmte Oberflächenmerkmale. Und da rein ist konstruiert etwas, was herstellt eine Mikro-RNA, die dann dafür sorgt, dass auch das erste Exon, da wo die CRG-Expansion ist, der Menge nach reduziert wird. Das ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Das ist bislang die erste Therapie, die in der Lage ist, das erste Exon, da wo die CRG-Expansion auch beheimatet ist, zu beeinflussen. Alle anderen greifen weiter hinten an. Huntington-Gen hat 67 Exone. Und die meisten greifen an anderen Stellen an, nach dem ersten Exon. Man muss das spritzen ins Gehirn, direkt hinein. Und das macht man mit einer neurochirurgischen Prozedur, die sich Stereotaxie nennt. Und Sie haben alle im Huntington-Kurier nachlesen können, von der zweiten Ausgabe dieses Jahres, wie das funktioniert und wie die Details dazu sind. Auf ähnlichem Wege funktioniert der Ansatz, der von Takeda verfolgt wird. Takeda allerdings versucht nur und gezielt die CAG-expandierten Gene zu beeinflussen. Das macht sie so, dass sie einen sogenannten Zinkfinger einsetzt. Zinkfinger, hier ist in grün das Zinkmolekül zu sehen. Das ist ein Eiweiß, was drei Basen, in dem Fall CAG, passgenau erkennt. Und wenn man das koppelt mit einem Repressionselement, REP abgekürzt, diesen Zinkfinger, der CAGs erkennt, dann ist es logisch, je mehr CAGs Sie haben, desto mehr wird daran gebunden. Und es kommt dazu, dass die Nachbildung sehr passgenau reduziert wird. Dafür gibt es Studien in Tieren,
die lohnt sich sehr nachzulesen und die zeigen, was man sich da alles für Mühe gemacht hat, um das zu optimieren. Und diese präklinischen Studien, die auch an Affen durchgeführt worden sind, sind die Basis dafür, dass jetzt geplant wird, eine Anwendung auch beim Menschen. Es ist nicht die einzige Firma, die das macht. Voyager Therapeutics wollte dieses Jahr eine Studie anfangen, hat auch die Erlaubnis dafür bekommen, hat aber im August dieses Jahres das zurückgezogen, und obwohl sie die Erlaubnis schon hatte, und zwar, weil sie sich gesagt hat, wir wollen auf eine andere Karte setzen. Wir wollen das nicht ins Gehirn einspritzen, wir wollen das ins Blut geben, sodass der ganze Körper erreicht wird und besonders auch das Gehirn. Das beruht darauf, das ist jetzt hier dargestellt, wenn ich das ins Gehirn einspritze, dann bekomme ich natürlich von dem Virus, von der Genfähre, eine hohe Konzentration da, wo ich das einspritze, und die Konzentration nimmt ab. Und verschiedene Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, sind der Meinung, dass man zwar sicher und ohne Gefährdung diese Genfähren ins Gehirn reinbringen kann, aber wenn man das ganze Gehirn erreichen möchte, was auch ideal wäre bei der Huntington-Erkrankung, braucht man sehr viel, das ist dosislimitierend. Und der Kollege aus dem Weill Cornell Medical College ist der Überzeugung aus diesem Grunde, dass man andere Methoden braucht als die der stereotaktischen Injektion mit einer sogenannten Convection Enhanced Delivery, konzentrationsabhängigen Sache. Das ist das generelle Problem, was wir mit dieser Sorte von Behandlung haben. Ist das mal in den Zellen drin, funktioniert das, aber wie kriegt man das in genügend Zellen, dass es auch eine klinische Wirkung hat? Das andere Problem, was ich sehe bei dieser Behandlung, ist, dass wenn ich das mal in einer Zelle drin habe, dann ist es da drin. Es wird zwar nicht in die DNA integriert, es ist ein sogenanntes Episom, ein kleines Teil im Zellkern, das ständig das therapeutisch wirksame Substanz, die MikroRNA, herstellt. Ist das mal da drin, dann kann es auch nicht wieder abgestellt werden. Und das Zweite ist, wenn es mal da drin ist, dann kontrolliert die Zelle selber, wie viel sie davon herstellt. Von außen habe ich keine Möglichkeit, die Menge, die hergestellt wird, zu kontrollieren. Deswegen wäre es für meine Begriffe extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn man nicht allelselektiv arbeitet, sich ganz genau darüber klar zu werden, was der Prozentsatz der Zellen ist, die jetzt gar keine Huntington mehr produzieren oder sehr, sehr wenig. Und das ist eine entscheidend wichtige Frage, glaube ich, für all diese nicht genselektiven Ansätze, was die Sicherheit von diesen Methoden angeht, denn ich kann es nicht wieder rausnehmen, wenn es einmal drin ist. Dann die Frage, ich hatte das erwähnt, wegen Voyager, geht das auch über das Blut? Kann die Blut-Hirn-Schranke überwunden? Dafür gibt es Ansätze. Das hängt an den Oberflächeneigenschaften dieser Genfähren. Man möchte vermeiden, dass sehr viel von diesen Genfähren in die Leber kommt, wo viele Sachen abgebaut werden. Man möchte die Leber umgehen, aber möglichst viele Zellen im Gehirn erreichen und möglichst die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das ist also noch viel Arbeit, um diese technischen Ziele zu erreichen. Eine Alternative wäre konventionelle Medikamente, wie jeder von uns sie kennt, die als Tablette eingenommen werden. Und das funktioniert in folgender Art und Weise. Das ist der Ansatz, der von der Firma Novartis und von der Firma PTC verfolgt wird. Ich habe Ihnen gezeigt, dass es an der Ebene der Prä-Messenger-RNA ansetzt und nutzt die Tatsache aus, dass kleine Moleküle in den sogenannten Intronen, die zwischen zwei schlussendlich in Eiweiß übersetzten Abschnitten, also den Exonen, beheimatet sind, durch Moleküle so in ihrer Struktur geändert werden, dass die Zelle denkt, hier handelt sich um ein biologisches Signal, zum Beispiel ein Stopp-Codon. Und wenn das an der falschen Stelle ist, das heißt also viel zu früh,
dann erkennt das die Qualitätskontrolle der Zelle und baut es ab. Und das Ergebnis davon ist, dass weniger produziert wird. Das macht zum Beispiel die Firma PTC, die hat da eine entscheidende Pionierarbeit dafür geleistet. Und hier sieht man eben ganz schön, wie das funktioniert. Es wird der Zelle vorgespiegelt, dass hier ein extra Exon ist mit einem Stopp-Codon und das wird dann insgesamt abgebaut. Das funktioniert sehr gut im Tier, wie man hier sieht. Hier ist das Gehirn und dosisabhängig sehen Sie eine Abnahme. Und das ist in allen Hirnregionen so. Im Striatum, im Cortex, im Kleinhirn. Und man sieht das auch in der Peripherie. Novartis hat eine Substanz, die für andere Zwecke entwickelt worden ist, für die SMA-Therapie, die ganz ähnlich wirkt. Und man sieht hier auch sehr schön, dass es zu einer deutlichen Abnahme der mutanten Huntingtin-Menge kommt, wenn man das als Tablette, in dem Fall eine Flüssigkeit, die man einmal die Woche schluckt, nimmt. Jetzt soll geklärt werden, und diese Studie beginnt dieses Jahr in verschiedenen Zentren, unter anderem in Bochum und auch in Ulm, herauszufinden, was die richtige Menge ist. Um nicht zu viel, sondern genau richtig. Um mutantes Huntingtin abzusenken, denn hier handelt es sich auch um einen nicht allelselektiven Ansatz. Also beide Formen werden reduziert und wieder stellt sich die Frage, die Sie schon kennen, was ist die richtige Balance zwischen Absenkung von normalem und erforderlichem Huntingtin und dem veränderten, schädigenden, mutanten Huntingtin? Okay, dann nehme ich an der Stelle mal. Komplex, ne? Schwierig. Jetzt haben wir besprochen, wie wir auf DNA mit den Zinkfingerproteinen oder RNA-Ebene mit den anderen Ansätzen die Huntingtin-Reduktion herbeiführen können. Ich möchte auf einen kleinen, auf einen bisschen anderen Prozess, der gleichzeitig stattfindet und der in letzter Zeit, glaube ich, zunehmend in den Fokus gerät, eingehen. Das ist die somatische Instabilität. Was heißt das? Also somatisch heißt im Körper, dass es im Körper das Gen instabil sein kann. Das ist etwas, was nicht ganz neu ist. Man hat das auch schon vor einigen Jahren feststellen können, dass die Verlängerung der CAG-Repeats im Blut zum Beispiel und im Gehirn oder auch in anderen Geweben unterschiedlich sein kann. Und dass sich teilweise im Gehirn, wenn man bei Menschen, die sich zur Verfügung gestellt haben nach dem Tode, dass sie untersucht werden, dann Gewebe untersucht und dort diese CAG-Repeats untersucht, teilweise massive Verlängerungen hier bis 480 oder bis 700 CAG-Repeats findet, also massiv verlängert. Und dieser Mechanismus, den hat man auch im Rahmen der Enroll-Studie so ein bisschen untersucht, weil es bestimmte Enzyme, Eiweiße gibt, die unsere DNA regelmäßig reparieren. Zum Beispiel auch, um eine Tumorerkrankung zu verhindern, sind die erstmal wichtig. Und diese Reparaturmechanismen hier FAN3, MSH3, es gibt andere auch noch, die reparieren diese CAG-Wiederholungen, wenn sie eine Schleife bilden. Die scheinen, diese Wiederholungen in den Genen scheinen sich teilweise so eine Art Loop, so eine Schleife bilden zu können. Und die erkennen die und denken, aha, das ist verkehrt und bauen das auseinander, schneiden das auseinander und reparieren das. Und dann bei dieser Reparatur entsteht dann auf einmal eine längere Repeat-Zahl, als sie vorher da war. Und das scheint im Alter, je älter ich werde und je mehr CAG-Repeats ich habe, mehr zu werden. Dieser Prozess passiert im Blut sehr wenig. Wir haben zusammen mit der Vanessa Wieler aus Harvard zusammen ein paar wenige Fälle untersucht und haben uns verschiedene Gewebe angeschaut. Und man sieht hier in verschiedenen Fällen
verschiedene Hirnregionen, vor allen Dingen occipital interessanterweise, also was bis jetzt gar nicht so unbedingt im Fokus war vom Gehirn, dann aber auch hier im Caudatum-Bereich, in anderen Bereichen des Gehirns, aber auch teilweise in der Leber relativ hohe Veränderungen als in anderen Geweben und sehr, sehr wenig im Blut. Die Frage ist halt jetzt immer wieder, muss ich mich denn eben nochmal neu untersuchen lassen? Müsste ich meine CRG-Repeats nochmal neu untersuchen lassen, ob die sich verändert haben? Das würde ich klar mit Nein beantworten, weil diese Veränderungen im Blut, man sieht, das ist ja nicht ein Peak, sondern es sind so Berge hier. Ja, man sieht im Blut teilweise nach Jahren vielleicht hier hinten so kleine Veränderungen, aber nicht unbedingt an dem Hauptpeak. Und es ist letztlich, selbst wenn es da vielleicht keine wesentlichen Veränderungen im Blut. Aber im Gewebe passieren diese Veränderungen. Und jetzt weiß ich nicht deine Dias hier, dass man eben diese Veränderungen möchte man auch als Medikament angehen. Das ist die Firma Triplet Therapeutics, die da sehr wesentlich ist, um eben diese Veränderung, diese somatische Expansion zu reduzieren oder zu stabilisieren, weil sie vielleicht wesentlich dafür ist, wie schnell die Krankheit bei dem einen oder anderen verläuft. Und auch dazu hat man ja kleine Moleküle entwickelt, teilweise macht, aber auch, was willst du noch genauer darauf eingehen? Das wäre dann eben eine gute orale Einnahme, aber eben auch Antisense-Sachen. Und wir haben uns diese Sachen in der Enroll-Studie angeguckt. Das ist jetzt, das fehlt jetzt, haben wir einen ganz anderen Ansatz. Ne? Man hat sich diese Daten auch in der Enroll-Studie angeguckt und hat da eben diese Eiweiße teilweise identifizieren können. Das sind wichtige Ergebnisse aus der Enroll-Studie haben, um Hinweise zu finden, wo man angreifen muss, um diese somatische Expansion, somatische Instabilität zu behandeln. Und da ist eben diese Firma Triplet Therapeutics. Ist, glaube ich, gar nicht dabei. Damit so ein bisschen, glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Nochmal der Aufruf und auch die Wichtigkeit der Enroll-HD oder der HD-Clarity-Studie, dieser Beobachtungsstudien, wo ja viele teilnehmen von Ihnen, dass es eben wertvoll ist, dass wir so langsam dahin kommen, dass wir genug Daten haben, wichtige Fragen zu beantworten. Das sind so sieht das aus, wo man eben dann die Daten eintragen kann. Was hat jemand für andere Erkrankungen? Was hat jemand für einen genetischen Befund? Wie sind die CRG-Repeats? Wie ist der motorische Befund? Was nimmt er für Medikamente ein? Zusätzlich habe ich eben zu Anfang schon von dem Herrn Achenbach dargestellt, was wir da interessante, überraschende Ergebnisse teilweise bei finden können. Es machen viele Zentren in Deutschland mit und sind sehr, sehr aktiv. Man kann zusätzlich bei der HD Clarity solche Biomarker, solche Veränderungen, wie hier das Neurofilament auch schon untersuchen, die für wichtige Ergebnisse für kommende Studien, wonach gucken wir also, wenn wir tatsächlich die Krankheit verändern wollen. Das sind praktisch die Werkzeuge und die Grundlagen für die kommenden Studien. Okay. Gut. Gut, also die letzten 10 Minuten wollen wir noch ein bisschen damit uns beschäftigen. Was, während wir warten, dass sich all diese Hoffnungen, die wir Ihnen dargestellt haben, sind begründete Hoffnungen aus meiner Sicht, materialisieren, was man da sinnvollerweise tun kann und welche wissenschaftlichen Anstrengungen unternommen werden, um das noch ein bisschen zielgenauer und besser zu machen, als wir gegenwärtig in der Lage sind. Das alles mit dem Ziel, schlussendlich die Progression zu beeinflussen und auch die Beschwerden, die bestehen, im Schach zu halten, sodass die Lebensqualität hoch ist. Also, wichtiges Thema, Lebensführung und eigene Aktivität. Für viele Erkrankungen gilt, wenn sportliche Übungen in Form einer Pille erhaltbar wären, dann wäre dies bei weitem die am häufigste verschriebene und nützlichste Medizin im ganzen Land. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Wie man zu dieser Meinung kommt, gilt für kardiovaskuläre Erkrankungen genauso wie für Erkrankungen, die das Gehirn betreffen. Und das macht auch Spaß. Oder kann Spaß machen. Es ist jetzt nicht nur, dass man in der Muckibude sein muss, sondern es kann richtig Spaß machen und soll auch richtig Spaß machen. Und deswegen ist es sehr wichtig zu sehen, und das ist jetzt fürs nächste Jahr ganz besonders wichtig, dass verschiedene Projekte zur wissenschaftlichen Evaluierung von dieser Idee,
Lebensführung ist wichtig, durchgeführt werden. Das sind zwei Projekte, Healthy R&D und Domino HD, die ich Ihnen ein bisschen vorstellen möchte. Healthy R&D, das zielt darauf ab, dass wir in Ergänzung zu dem, was die neue DHH-Webseite bildet, Ihnen allen in mehreren europäischen Ländern anbieten wollen, eine Plattform, eine elektronische Plattform zur Information über die Erkrankung, aber auch zur Behandlung. Das nennt sich Healthy R&D. R&D steht für Rare Neurodegenerative Diseases, aber die Hauptsache ist jetzt erstmal die Huntington-Erkrankung, und wenn sich das bewähren sollte, würde man es übertragen auf andere seltene Erkrankungen, die alle das Problem haben, dass die Spezialisten, die notwendig sind, um kompetent und wirksam zu behandeln, nicht um die Ecke wohnen. Dafür ist eine elektronische Plattform wichtig. Und das Zweite finde ich mindestens genauso spannend, er heißt Domino HD. Hier geht es darum, dass man sich fragt, ob körperliche Aktivität, welches Ausmaß der körperlichen Aktivität, die Ernährung, der Schlaf einen messbaren Effekt auf den weiteren Verlauf der Huntington-Erkrankung hat und auf die Ausprägung der Beschwerden. Fangen wir an mit Healthy R&D. Das ist ein Projekt, was jetzt noch weitere 2 Jahre lang läuft, und es soll ein Modell gebaut werden, wo mit telemedizinischen Hilfsmitteln, die jetzt dank Corona für die meisten keine abschreckende Hürde mehr sind, eingesetzt werden. Hier ist so ein Beispiel. Das geht jetzt ein bisschen länger, aber das zeigt aus den Niederlanden eine Patientin, die davon profitiert. Ein Heim-Topaz, wo sie... In Kronenborg heeft de ziekte van Huntington en woont zelfstandig. Dat gaat goed, maar bei sommige handelingen niet altijd. Da setzt sie das ein. Vandaag komt maatschappelijk werkster Lia de Jager. Das wird gezeigt durch jemanden, der kommt, wie das Ganze funktioniert. So dass man, und sie hat da. In het verleden was de reisafstand toch wel erg lastig om iedere keer een uur te reizen. Also, Distanzen werden minimiert. Das ist die Idee. Das Wissen geht zum Patienten, nicht umgekehrt. Und hier wird das eingesetzt. Das müssen wir jetzt nicht im Detail machen, aber Sie verstehen das Konzept der ganzen Sache. Ich glaube, das ist einleuchtend. Und das wird ausprobiert in klinischen Zentren in Deutschland, in der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Großbritannien, Irland und Italien in Zusammenarbeit mit den Patientenorganisationen. Es ist auch ganz entscheidend wichtig, dass das eng verknüpft miteinander ist. Hier sind die Länder, die sich daran beteiligen, auf der Landkarte dargestellt. Und diese Untersuchung hat 3 Phasen. Als erstes wird ein neues Instrument hergestellt. Da sind wir schon relativ weit, was uns dazu hilft, die Lebensqualität besser zu beurteilen. Da sind wir relativ weit. Das wird im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein. Gleichzeitig und parallel dazu wird diese Plattform mit verschiedenen Inhalten entwickelt. Und dann, und deswegen sage ich das so ausdrücklich, das beginnt im nächsten Jahr, vermutlich in der zweiten Jahreshälfte, wenn es uns ganz gut gelingt, bereits im zweiten Quartal nächsten Jahres, dass dann geguckt wird, hat so eine Plattform, ein telemedizinisches Zusatzangebot, einen messbaren Nutzen für die Leute, die das nutzen. Und deswegen ist das Ganze entwickelt worden, die Plattform mit sehr viel Gesprächen mit Betroffenen, Familien, Angehörigen. Was ist notwendig? Welche Inhalte wollen wir gerne haben? Womit könnte uns geholfen werden? Und wir werden natürlich ausprobieren müssen, ob uns das gelingt, das so hinzubekommen, dass es in der Tat nützlich ist. Also hier sind jetzt die Einzelheiten dazu. Darauf gehen wir jetzt aus Zeitgründen nicht wirklich ein. Und das Wichtige ist mir bloß bei der Plattform, dass es modular aufgebaut ist. Das heißt, sowohl
Betroffene als auch ihre Angehörige oder Partner haben verschiedene auf sie zugeschnittene Anteile an dieser Plattform und auch die verschiedenen Leute, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden und dergleichen, Sozialarbeiter, haben ihren eigenen Bereich, sodass das alles an einer Stelle idealerweise zusammenkommt. Das ist das Ziel jedenfalls. Also eine benutzerorientierte Gestaltung insgesamt. Und dann, wie gesagt, die Effektivität und Wirkung dieses Versorgungsmodells soll getestet werden über ein Jahr oder mindestens ein halbes Jahr an einer ziemlich großen Anzahl von Patienten. Verglichen wird die normale Behandlung, also ohne telemedizinische Unterstützung, gegen eine, die durch telemedizinische Unterstützung, wenn man so will, verstärkt ist oder erweitert wird. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine deutschsprachige, wir brauchen die aber auch eine in italienischer Sprache, in polnischer, in tschechischer Sprache und so weiter. Also eine ganze Menge Arbeit, das ganz gut hinzubekommen, aber es bewegt sich in die richtige Richtung. Und nächstes Wochenende werden wir uns in Prag deswegen nochmal zusammentreffen, um die nächsten Schritte zu planen. Die andere Sache, die ich kurz darstellen möchte, ist Domino HD, wo es also darum geht, ob es einen messbaren Einfluss hat, wie ich mich ernähre, ob ich genügend schlafe, wie viel körperliche Aktivität ich mache. Und dazu wollen wir auch verstärkt einsetzen digitale Daten. Sie wissen alle, viele von Ihnen benutzen das, eine Apple-Uhr, Fitbit und dergleichen, wo man seine Schritte zählt. Und dann erschreckt es, wie wenig man tatsächlich am Tag so gelaufen ist. Und man kann Schlaf messen und dergleichen. Uns interessiert, ob man, wenn diese Instrumente gut funktionieren, ob man damit Nutzen ableiten kann für die Behandlungskontrolle und zur Verbesserung des Zustands insgesamt. Prospektiv also. Prospektive Untersuchung ist ein wichtiges Anliegen auch von Carsten. Ernährung, Schlaf. Und wir sind da, glaube ich, alle ganz einig, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, wo wir aber alle noch Mühe haben zu wissen, wie bedeutsam ist er und wo sind die richtigen Stellschrauben, um das möglichst gut zu machen. Das wird von Monika Buss geleitet aus Cardiff. Und Sie sehen, es sind Leute aus Irland dabei, es sind Spanier dabei, es sind Polen dabei, es sind Schweizer dabei und es sind Deutsche dabei. Wir haben wohl definierte Ziele und verschiedene Arbeitspakete, an denen wir arbeiten. Dieses Projekt Domino HD ist durch Covid beeinträchtigt worden. Naturgemäß, wie alle Studien dieser Art, haben wir etwa ein Jahr Verzögerung im Vergleich zum ursprünglichen Plan. Und es stellt sich eine Finanzierungsfrage für die Koordination in Cardiff, die wir hoffentlich gemeinschaftlich lösen können und werden. Ja, daneben gibt es noch andere Projekte in Deutschland, auf die wir ganz kurz eingehen wollen, die im Zusammenhang mit Enroll hergestellt werden. Und das sind neue biologische Marker, zum Beispiel die Sprache. Carsten hat viele Untersuchungen dazu gemacht. Artikulation, das Sprechen selber, ist häufig früh verändert und wir werden mit einem langjährig kooperierenden Experten in Tschechien, Herrn Russ, mit dem Carsten zusammengearbeitet, mit dem wir zusammenarbeiten, eben ein solches Projekt durchführen, wo wir das Ziel haben, zu explorieren, ob eine genaue Messung der Artikulation hilfreich ist als ein Verlaufsmarker und werden das in einer recht detaillierten Art und Weise machen, wo Sprachaufnahmen passieren und wo wir auf diesem Wege klären wollen, ob das eine hilfreiche Ergänzung ist zu den bisherigen Werkzeugen, die wir haben. Jetzt vielleicht noch das allerletzte, Verbesserung der Beschwerden und Linderung der Symptome, Carsten. Haben wir, glaube ich, übersprungen und würden wir auf unser letztes Seminar verweisen, glaube ich, und bedanken uns, glaube ich, ganz herzlich für das Interesse und ganz besonders bei denjenigen, die die
Studien mitgemacht haben, den Researchern, oder ohne die wir das alles nicht diskutieren könnten. Vielen Dank. Und ein Appell an Sie, ne? Bleiben Sie am Ball, ne? Helfen Sie weiter mit beim Schieben, auch in schwierigem Terrain. Ne? Und das hat die Frau Winkelmann ausgegraben. Es zählt nicht, wie tief du fällst, sondern wie hoch man zurückfedert. Ich glaube, das ist ein guter Spruch zum Schluss dieses Seminars. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite für den sehr informativen Vortrag. Hilft immer wieder mal, das Neue nochmal neu zu hören, zu wissen, welche Firmen was gerade machen. Das sind so viele Sachen, die gerade passieren, und es macht Mut, auch bei all den Rückschlägen zu sehen, was passiert und wie es doch vorangeht. Wenn es kleine Schritte sind, das sind bedeutende Schritte, und mich stimmt es immer wieder zuversichtlich. Vielen Dank dafür erstmal. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen, und auf die möchte ich gerne nochmal eingehen. Zum einen ist schon mal vorweg, Matthias Dose schickt viele Grüße an alle, bedankt für das Seminar und für die Referenten und freut sich auf ein persönliches Wiedertreffen. Das tun wir auch alle. Das war hiermit geteilt. Hat er ein Datum gesagt? Ein Datum, glaube ich, oder? Das war eine Uhrzeit, wann er geben musste. Das war die Uhrzeit, wann er geben musste. Genau, jetzt gibt es noch eine konkrete Frage, und zwar die Branablam, was eine Novate Studie war es, glaube ich. Ne? Ja. Gibt es da schon Aussagen, Ein- und Ausschlusskriterien? Insbesondere können da die Teilnehmer von der Roche-Studie teilnehmen? Das ist eine Frage. Es gibt noch kein finales Protokoll. Ich würde vermuten, dass es auch da wahrscheinlich eher so ist, dass man diese Teilnehmer ausschließen wird. Aber es gibt, glaube ich, meines Erachtens nach noch kein finales Protokoll, was jetzt auch schon von allen Behörden abgesichert ist. Okay. Also das Protokoll wird gerade verhandelt und auch ist eingereicht bei den Ethikkommissionen und bei den zuständigen Behörden. Und es ist zu hoffen, dass in den nächsten Wochen eine Antwort da ist. Danke dafür. Dann gibt es nochmal den Hinweis von Herrn Lange. Das ist jetzt eher was, kann ich nicht kaum aussprechen. Er hat schon in den 80er Jahren auf die Atrophie des occipitalen Kortex. Ja, das bitte. Das bezieht sich, glaube ich, auf unsere somatische Expansion. Das ist richtig. Da gibt es auch schon frühere Daten, das richtig habe ich. Und auch in FMRT-Studien haben wir auch schon Veränderungen gesehen, die aber ja tatsächlich bis jetzt nicht in so einem Fokus sind, weil es tatsächlich klinisch wenig Veränderungen gibt. Occipitaler Kortex, also im Hinterkopfbereich, wäre etwas, was mit Sehstörungen zu tun hat, mit Sehen, Wahrnehmung, wo ja die wenigsten Patienten tatsächlich Probleme haben. Trotzdem, ich denke, es ist ganz wichtig, der Herwig Lange hat eine der besten Studien immer noch durchgeführt, um systematisch zu zählen, quantitativ, wo Zellen im Gehirn verändert sind. Und das hat sehr klar gezeigt, dass eben unter den verschiedenen Hirnrindengebieten der hintere Teil, der sogenannte occipitale Teil, da wo das Sehen mit beheimatet ist, stärksten Veränderungen zeigt. Und das ist jetzt deswegen auch wichtig, weil dieser Teil des Gehirns verbunden ist mit dem Striatum, der besonders degeneriert, und es ist der hinterste Teil des Striatums, der mit dem Occipitalkortex verbunden ist, der die ersten Veränderungen zeigt. Bei Menschen, die jetzt per Zufall durch einen Unfall zum Beispiel versterben sind, kann man das sehen. Deswegen sind diese Beobachtungen von Herwig in der Tat sehr wichtig und werden erst jetzt im Laufe der Zeit entsprechend gewürdigt. Okay, und ich hab den Begriff noch nie gehört, von daher, sorry, dass ich nicht aussprechen kann. Okay, dann gibt es noch einen weiteren Hinweis von Herrn Lange auf die gesunde Lebensführung und auch telemedizinische Beratung. Und da möchte ich nochmal ganz kurz auch mal ein Danke aussprechen an Herrn Lange. Sie haben uns ja vorgeschlagen, diese Parkinson-Tanz-DVD zu besorgen. Haben wir auch gerne gemacht. Wir hatten ja auch schon diverse Online-Seminare mit Ihnen, wo man das auch genau nachgucken kann, was da die Ideen sind, wie man das machen kann. Und auch da nochmal vielen Dank dafür. Wissen wir sehr zu würdigen. Vielen Dank, Herr Lange. Genau, jetzt kommt nochmal eine Laienfrage. Sehr willkommen von Axel. Inwiefern können Firmen wie BioNTech, Moderna mit ihrem mRNA-Forschung bei der Huntington-Forschung unterstützen und gibt es Schnittmengen? Sehr spannende Frage. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Firma BioNTech oder Moderna setzt ja mRNAs ein, allerdings mit einem etwas anderen Ziel. Damit soll der Körper dazu veranlasst werden, zu reagieren mit dem Immunsystem auf fremde Sachen. Aber das, was eine
aus meiner Sicht eine tatsächliche Schnittmenge darstellt, ist, dass all diese Firmen, Moderna und BioNTech, das Problem haben, das in die Zellen hineinbringen zu müssen. Dazu benutzen sie sogenannte Nanopartikel. Sehr aufwendig hergestellt, das ist also eigentlich teurer bei diesen Impfstoffen. Und von dieser Technik hoffen wir, auch in der Zukunft profitieren zu können. Und die Idee, dass man nicht nur Proteine hat als Ansatzpunkte für Behandlung, sondern auch die Bauanweisungen für Proteine, die ist mit Moderna und BioNTech ganz in den Vordergrund getreten. Und da sind wir der Meinung, dass das von extrem großer Bedeutung sein wird für die Zukunft, sowohl für die Huntington-Erkrankung wie auch für Krebsbehandlungen und viele andere Erkrankungen. Also von daher ergeben sich in der Tat Schnittmengen und wichtige Berührungspunkte. Dankeschön dafür. Und eine Ergänzung von mir, das hat ja auch jetzt die Covid-19-Zeit auch gezeigt, wirklich mal, dass man in der breiteren Gesellschaft nochmal besser versteht, wie funktioniert Forschung, wie funktioniert Zulassung, wie ist der Zugang zu Medikamenten. Dann glaube ich, alle jetzt nochmal, was wir schon wussten, haben jetzt alle nochmal viel mehr mitbekommen, wie auch wir unser Wissen vertiefen können. Was es heißt, Phase 3 Stunden. Ja, genau, könnt jetzt jeder, genau. Genau. Also dann jetzt nochmal eine Hinweis, eine Danksagung von Todes. Danke für die klare und verständliche Darstellung. Es tut gut, Sie zumindest online zu sehen. Auch ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen. Grüße und viel Freude. Das wünschen wir uns auch. Genau, danke dafür. Danke. Genau. Gibt es denn noch weitere Fragen, Anmerkungen hier aus der Runde? Die Online-Fragen haben wir jetzt abgearbeitet. Alle Fragen beantwortet, die Roswitha. Willst du gerne mal ein Mikrofon? Oder? Mikrofon. Ja, bitte ein Mikrofon. Das ist nur ganz was Allgemeines. Sie haben so eine Aufstellung gemacht, wo Teilnehmer dabei waren, Sie, der Professor Saft und der Professor Briller, und da steht Berlin. Der ist doch seit über einem Jahr nicht mehr in Berlin, sondern in München. Das ist völlig richtig. Das war damals, das ist ein, habe ich wieder verwertet, das Bild. Er ist in der Tat jetzt in München, freuen uns sehr, dass er in der Technischen Universität jetzt Leiter der psychiatrischen Klinik ist. Danke. Wir müssen Sie mal ganz kurz einen Schritt zur Seite gehen. Ich habe natürlich was vorbereitet. Ich habe ein Dankeschön, ich trage es mal an der Kamera vorbei. Ein Dankeschön für Sie, Herr Landwehrmeier, und ein Dankeschön für diese Richtung. Vielen Dank. Das Württemberger. Ja, natürlich. Danke. Genau. Okay, wir danken, genau. Wünschen allen noch einen schönen Nachmittag. Euch allen hier eine gute Heimfahrt und genau, einen schönen Tag noch. Genau. Wir machen noch ein Foto, ne? Gemeinsames. Gut. Alle. Wir danken.